deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu diesem Gotteshausabend. Hallo! Ein Freitagabend, der wieder vor uns liegt, wo wir gespannt sind, wo wir gebetet haben tatsächlich, dass ihr wieder mehr von Gott, mehr erfüllt werdet, mehr an Weisheit, mehr an Erkenntnis dazu gewinnen könnt. Aus seinem Wort. Amen. Der Kolosserbrief startet damit: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und das ist wirklich so. Wir danken euch. Wir danken für euch. Wir danken euch, dass ihr im Glauben festgehalten habt. Und da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die in euch ist, wegen der Wahrheit des Evangeliums, wegen des Wortes der Wahrheit des Evangeliums. So, den Text haben wir gelesen aus Kolosser 1, ab Vers 9. Und da geht es weiter, damit ihr erfüllt werdet in aller Weisheit und Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk. Amen. Und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Halleluja. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, darum geht es heute Abend, und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Amen. Vater, wir danken dir für jede Person, die jetzt hier mit im Gottesdienst ist. Wir danken dir für jeden, der Glauben behalten hat. Wir danken dir, dass die Leute, die jetzt hier dabei sind, dass sie wachsen in der Erkenntnis, die du ihnen geben willst, in allem geistlichen Verständnis. Wir beten, dass die Hoffnung wächst. Hoffnung auf dich, auf dein Eingreifen, auf das, was du tun wirst. Wir danken dir, dass sie das Evangelium gehört haben und ihre Herzen dir gegeben haben. Und wir beten um ein Zuführen von Kraft, Zuführen von geistlichem Verständnis, von Weisheit, von Segen, von Erfrischung, gerade heute Abend. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Eine Sache, die auch momentan ein bisschen unklar ist, ist unsere wertgeschätzte Konferenz. Ja. In dieser Woche gab es die befremdliche Information, dass es diese Abstimmung da gab zwischen der Bundesregierung und den verschiedenen Länderchefs, ja, wo es darum ging, was wird an Corona-Maßnahmen jetzt beibehalten. Und da gab es die Ansage, Großveranstaltungen sind bis Ende Oktober. Oder dann vielleicht sogar bis Ende Dezember. Bis Ende Dezember eigentlich, und man wird dann irgendwie Ende Oktober nochmal darüber sprechen und so. Was blöd ist, und das ist bei den Corona-Informationen, kommt das immer und immer wieder vor, es ist nicht definiert. Was ist eine Großveranstaltung? Es gibt keinerlei Informationen dazu. Ja, ist eine Konferenz eine Großveranstaltung, ist ein Gottesdienst eine Großveranstaltung, was auch immer. Du kriegst keine sauberen Informationen, du musst dann dich wirklich durcharbeiten und gucken. Es ist sehr, sehr verwirrend. Wir wissen also von daher momentan nicht, wie sich unser Bundesland Hessen entscheidet, was dann da ist und wie das aussieht, ob unsere Konferenz momentan stattfinden kann, wie geplant oder nicht, oder unter welchen Maßgaben und mit wie vielen Leuten. Keine Ahnung. Ja. Jetzt haben uns etliche Leute bereits angeschrieben, Mails geschickt oder ein paar auch angerufen. Wir wissen es nicht. Wir müssen warten, bis wir in
hoffentlich einer Woche ein paar weitere Infos geben können. Wir werden alle anschreiben, so wie wir was Klares wissen. Wir haben momentan, können wir nichts sagen. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar, weil die politische Willkür so ist, dass es sich von Tag zu Tag ändern kann. Ja. Ja? Wir warten also ab. Bleib einfach auf dem Laufenden. Genau. Mehr gibt es dazu momentan noch nicht zu sagen. Ja. Wir warten darauf ab. Aber noch zwei Sachen möchte ich sagen. Wir haben jetzt hier wieder unsere Broschüre frisch heute bekommen. Gedruckt, nachgedruckt. Frisch gedruckt, ja. Nächste das ist, Auflage. Das ist die vierte Auflage schon innerhalb von ein paar Wochen. Ja. Also du kannst... Wie viel haben wir jetzt schon verschickt? Verschickt? Etwa 12.000. 12.000. Das sind 12.000 ermutigende Samenkörnchen in das Volk Gottes. Wir wollen noch mal deutlich sagen, es ist kein Traktat. Ja. Man kann es nicht einfach so im Briefkasten stecken oder ist nichts für Nichtchristen, wirklich. Du musst ein geistliches Verständnis, eine geistliche Erkenntnis haben, um den Inhalt wirklich betend zu begleiten. Ist auch nichts für Leute, die mit Prophetie, die das kritisch sehen oder die da Probleme mit haben oder die den Weltuntergang noch im Jahr 2020 erwarten. Also dafür ist das nicht geeignet, ja. Sondern du musst es wirklich lesen und überlegen, wo kann man das gebrauchen. Aber du kannst von Herzen gern jetzt einfach wieder bei uns bestellen. Ja. Wir haben etliche Tausend jetzt wieder auf Lager und sind froh, wenn die auch schnell weg sind und wir den fünften Druck starten können. Ja, stimmt. Wirklich. Also wir haben heute Kisten hier geschleppt. Du vor allen Dingen. Ja, ich und der Mensch von dem Lieferservice da. Okay, also das hier kannst du bestellen und... Vor einigen Wochen in einer Veranstaltung hatte ich dieses Hörbuch angepriesen. Neues Leben, neue Identität. Mhm. Grandios. Da geht es darum, wer wir sind in Christus. Was unsere Identität ist, was unsere Position ist. Welche Autorität wir haben. Super, super wichtig. Grandioses super. Buch. Und das Ganze eben auch als Hörbuch. Und noch nicht mal teuer, kostet 12,95. Und ist fast 4 Stunden echt Hörbuch. Geniales Teaching. Und ich hatte das angekündigt und zack war es vergriffen. Gab es nicht mehr. Also bei uns, also gab es überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja, und die mussten das erst nachproduzieren. Und jetzt ist es gekommen, also vor diese Woche ist es gekommen. Mhm. Wenn du das haben wolltest, ich empfehle es extrem, also wirklich. Es ist etwas, was deinen Glauben grandios aufbauen wird. Dann kannst du es jetzt wieder bei uns bestellen. Ja, im Shop. Neues Leben, neue Identität als Hörbuch oder eben als, Buch. Als Arbeitsbuch. Mhm. Amen. So, das ist cool. Gut. Und noch was? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch was. Ganz blitzneu. Diese Woche geliefert. Hier dieses wunderbare Buch. Immun gegen Angst. Das ist von Zephan. Und das ist ein Buch, was hier jetzt konkret Daniel Kolender und Reinhard Bonke geschrieben haben. Die haben eine, das ging schon als Newsletter-Serie hier raus, mit 60 kurzen Kapiteln zum Thema eben keine Angst. Angst, wie gehe ich damit um? Angst überwinden. Positioniert sich mein Glaube gegenüber dieser Angst? Angst gegen Glauben. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass das nur kurze Ja, also es ist kein Buch, was man so vom Anfang bis Ende lesen muss, es sondern ist sind komplett kleine in farbig, in, komplett in farbig und es sind immer sehr gute Kapitel, die man hier, 2-3 Seiten, die man gut verdauen kann und sehr ermutigen. Über 60 Tage. Also wir empfehlen dir dieses Buch, ist ganz neu, kostet 14,90. Und, Martin. warte mal, pass auf, jetzt kommt's. Ich lese dir eine kleine Passage vor, das hat Reinhard Bonke geschrieben. Das ist in der jetzigen Situation bemerkenswert. Der Mensch, der in Angst lebt, ist ein Verbündeter des Feindes. Ob ihm das nun gefällt oder nicht. Die Ängstlichen helfen Satan, seine Pläne auf Erden auszuführen. Angst ist ein Virus. Eine Krankheit der Seele. Leider kann sich diese auch unter Christen ausbreiten. So, dann geht er hier weiter. Jesus hat mehrmals gesagt, habt keine Angst. Aber das war nicht alles, was er gesagt hat. Er sagte aus, fürchte dich nicht, glaube nur.
Also Glaube und Furcht sind immer wieder das große, Gegenüber. Ja. Also wenn du fragst, was ist das Gegenteil von Angst, dann ist es Glaube. Ne? Angst ist eigentlich Glaubenslosigkeit, Kleinglaube, Unglaube. So, das ist mehr als nur ein, hey, mach doch nicht so ein Gesicht oder hab keine Angst oder sei mutig. Diese Aussagen wären unnütze Ratschläge. Angst ist eine Macht. Und das ist tatsächlich die Wahrheit. Wir reden hier nicht von einem gesunden Furcht, wenn irgendwie eine gefährliche Situation ist. Hier geht es um die dämonische Kraft der Angst, die Leute im Klammergriff hält. Ja. Davon redet ihr hier. Ne? Angst ist eine Macht. Und nur eine höhere Macht kann ihr gegenübertreten. Mhm. Angst ist zudem eine negative Macht. Ihr zeichnet es ein Minus. Jemand sagte einmal zu mir, Angst ist eine Dunkelkammer, in der die Menschen ihre Negative entwickeln. Das verstehen ja, nur das, Leute von ganz früher. Die Bilder entwickelt haben in der Dunkelkammer oder das noch gelernt haben. Nur eine positive Macht kann eine negative löschen. Ja. Diese positive Macht ist der Glaube an Jesus. Amen. Amen, das ist die Wahrheit. Der Glaube an Jesus überwindet die Macht. Und wenn du unter Angst leidest in der jetzigen Situation, dann bitte darum, dass der Herr, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist, dir Glauben gibt, wirklich deinen Glauben stärkt, damit du diese Angst, diese kranke, böse, dämonische Angst überwinden kannst. Amen. Yes. Okay. Ja, okay. Ich lege jetzt einfach einen weiteren Boden für das, was wir heute Abend noch durchbringen wollen. Es geht ja um Gebetskampf oder Kampfgebet oder wie kämpfe ich im Gebet? Und es ist immer ganz wichtig, dass wir Grundlagen darin in der Bibel finden, in dem biblischen Wort finden. Und immer wenn ich so die Bibel lese, dann fallen mir immer diese Situationen von Auseinandersetzungen mit dem Feind auf. Und oft bleibt da meine Aufmerksamkeit ganz besonders hängen, ja schon auch über die segensreichen Zusprüche und vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand und Ermutigung und alles das, das sehe ich auch. Aber tatsächlich ist es so, dass meine Aufmerksamkeit ganz besonders anspringt, wenn ich über Situationen in der Bibel lese, wo es um Auseinandersetzung mit einer feindlichen Attacke geht. Und oft ist es so, dass ich mich darin wiederfinde, dass ich denke, hey, genau so ist es, genau so empfinde ich das auch, genau so habe ich das auch erlebt. Und vielleicht ist das ja bei dir auch so. Und heute Abend, wo es wieder um Gebet gehen soll, da müssen wir einfach ein Verständnis davon haben, dass es gerade im Gebet um einen aktiven Kampf gegen Satan geht. Den Lügner von Anfang an, den Räuber und den Mörder, so schreibt das Wort Gottes über ihn. Er ist wirklich dein und mein Gegner. Er ist keiner, mit dem man ein Agreement findet oder kooperieren kann. Oder wo man sagt, lass du mich in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Das geht bei ihm nicht. Er ist ein Gegner und er möchte nicht, dass wir das Land, das, was wir von Gott bekommen haben, dass wir das siegreich behalten, sondern er attackiert uns genau da. Und wenn man nicht gegen ihn aufsteht, gegen diese feindlichen Machenschaften, dann wird man bald bemerken, dass man immer mehr beraubt wird. Also Leute, die sagen, naja, also ich kämpfe nicht mehr da so, dann habe ich nicht so viele Schwierigkeiten. Ich sage dir, die Schwierigkeiten hast du trotzdem. Und du musst aufstehen in dem Kampf gegen den Feind, der dein Leben, das Leben deiner Kinder, deiner Freunde, deines Jobs, deiner Finanzen, was auch immer, da bekämpft. Er möchte dich bedrängen. Und heute möchte ich mit euch kurz reinschauen im zweiten Buch Mose Kapitel 17, ab Vers 8. Genau da lesen wir so eine kämpferische Auseinandersetzung.
Und zu Beginn dieses Kapitels, da wird uns beschrieben, wie das Volk gegen Gott haderte. Also das Volk Israel war durch das Meer gekommen, sie waren durchgeführt worden, Gott hatte ihnen Brot gegeben, Gott hatte ihnen Fleisch gegeben, Gott hatte ihnen auch Wasser gegeben, Gott hatte sie immer durch große Wunder, durch seinen starken Arm versorgt. Und immer wieder wollte das Volk Gott auf die Probe stellen. Und jetzt war auch wieder eine sehr, sehr ernste Situation entstanden. Das Dilemma gewesen ist mit dem, dass das Volk in der Wüste unterwegs war und kein Wasser hatte, da hat Mose mit diesem Stab an den Felsen geschlagen, weil Gott ihm das beauftragt hatte, und Wasser kam in Menge für das ganze Volk. Manchmal ist es so, dass wir tatsächlich in unserem Leben auch nicht die Wege Gottes verstehen, dass wir uns fast daran aufreiben, dass wir sagen, wie kann das denn sein? Warum machst du das so, Gott? Warum machst du das in meinem Leben so? Und hier bei dem Volk Israel gipfelte das Ganze in der Frage, ist Gott nun in unserer Mitte oder nicht? Hey, die hatten krasse Wunder erlebt. Und dann kommt eine Situation, die sehr schwierig ist und prompt, ich weiß ja nicht, ob Gott dabei ist. Ich weiß ja nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Ich weiß ja nicht, ob Gott mir helfen will. Und alle diese Dinge. Und du kennst es bestimmt aus deinem Leben auch. Das Murren und die Anklage gegen Gott, das ist wirklich sehr schlimm. Wir müssen uns das echt verbieten, untersagen. Denn dieses Murren bringt uns in eine Position, wo wir dem Feind Recht geben und selber nicht mehr im Glauben und Vertrauen auf den Herrn stehen können. Und oft fragen wir uns dann, warum ich? Warum bei meinen Kindern? Warum ist das bei meinen Finanzen immer das Problem? Warum kann ich nicht mit den Arbeitskollegen gut zurechtkommen? Warum habe ich keine Freunde? Und alle diese Sachen, und wir bemerken in diesen Situationen, wie schwer es uns fällt, mutig im Glauben voranzugehen und zu sagen, Gott ist da und ich weiß, er wird mich hier durchbringen und ich vertraue nur auf ihn. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht leicht zu sagen, du bist mein Gott, ich vertraue auf dich, ich bleibe an deiner Seite, weil ich weiß, du hältst mein Leben in deiner Hand. Nun lesen wir in diesem Kapitel ab Vers 8, da kam Amalek. Also Amalek ist immer in der Bibel ein Bild für Satan. Amalek ist nicht ein Feind, der besiegt wurde und dann im Volk aufging oder so, sondern Amalek war eine starke satanische Kraft. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Wähle Männer aus für uns und zieh hinaus in den Kampf gegen Amalek. Morgen will ich mich mit dem Gottesstab in der Hand auf die Höhe des Hügels stellen. Und Josua machte es so, wie Mose es ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen Amalek. Mose, Aaron und Hur aber stiegen auf die Höhe des Hügels. So, die Situation des Volkes war so, dass sie ermüdet waren. Sie hatten lange schon in der Wüste jetzt rumgezogen und jetzt hatten sie kein Wasser und sie waren immer wieder darauf angewiesen, dass es zu einem Wunder in ihrem Leben kommen würde. Und gerade in dieser ermüdeten, frustrierten Situation kommt der Feind. Und er kommt richtig krass und stark. Hier in dieser Beschreibung finden wir zwei ganz unterschiedliche Hinweise für unser Leben, wie wir mit Kampfsituationen umgehen können.
So, die erste ist eine rein natürliche Ebene. Du musst sehen, Amalek war ein realer Feind, reale Kämpfer, die sich gegen Israel positionierten. Das war wirklich Kampf Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert. Es war wirklich Kraft nötig. Es heißt da, sie kämpften bis zum Sonnenuntergang. Das war wirklich im realen, natürlichen eine feindliche Herausforderung. Und das erleben wir ja auch oft, dass wir diese vom Gefühl her zuerst in unserem Körper oder in unserer Psyche oder in Worten, die uns von anderen gesagt werden, in Aktionen, die von anderen kommen, da merken wir als erstes im Natürlichen, dass wir da attackiert werden. Zum Beispiel Leute, mit denen man vorher lange unterwegs war, wenden sich auf einmal ab. Oder der Job, der so sicher galt, ist auf einmal nicht mehr so sicher. Das Gehalt wird auf einmal gekürzt. Und das sind solche Dinge, die wir ganz im Natürlichen wahrnehmen. Und es ist auch richtig, dann im Natürlichen Stellung zu beziehen. Dass wir Dinge, die schlecht laufen, nicht einfach abdeckeln und sagen, naja, das ist halt so, kann man nichts machen. Ich möchte das auch nochmal aufgreifen, was Martin vorhin gesagt hat, wegen der Demonstration morgen. Leute haben uns ja deswegen angeschrieben um Gebetsunterstützung, weil sie das auch teilweise in ihren eigenen Gemeinden oder Freundeskreisen, Hauskreisen nicht erleben. Und für mich ist dieses Hingehen zu einer Demonstration ein Handeln im Natürlichen. Das sind Leute, die da hingehen, die das innere Empfinden haben, ich muss hier ein Statement machen. Und genau so ist es, dass wir als Kinder Gottes unterschiedliche Aufträge haben. Es kann sehr gut sein, dass Menschen gerade deshalb diesen Auftrag von Gott bekommen haben, dort nach Berlin zu gehen, Leute zu treffen, mit denen sie über das Evangelium sprechen können, Positionen zu beziehen für unser Land. Weißt du, das eine ist, wir beten für unser Land, wir beten für unser Land und dass das alles gesegnet ist. Das ist das eine. Aber sich wirklich auf eigene Kosten aufzumachen und dahin zu gehen und Position im Natürlichen zu ergreifen, das ist nochmal was ganz anderes. Und wer als Kind Gottes jetzt diesen Auftrag hat, morgen dort zu sein, er ist an einem Kampf im Natürlichen beteiligt. Aber wenn es Kinder Gottes sind, nicht nur. Denn sie haben eine innere Verbindung mit dem Herrn. Sie sprechen mit dem Heiligen Geist. Sie haben Impulse von ihm. Sie werden von ihm hören und empfangen, wie man sich verhalten soll. Sie werden die Leute sein, die für Ruhe und Frieden einstehen und die Gemüter ausgleichen können. Und sie werden Divine Appointment Leute finden, also Leute, die handverlesen sind von Gott, mit denen sie über das Evangelium sprechen können. Und es wird morgen, davon bin ich 100% fest überzeugt, es wird morgen Menschen geben, die durch diese Leute zum ewigen Leben gefunden haben. Wo es nicht nur im Natürlichen eine Aktion bleibt, nicht nur irgendwas, was da gerade so geht, sondern sie werden einen Unterschied machen und die Leute werden sich für Jesus entscheiden können. Sie werden vielleicht das erste Mal überhaupt in ihrem Leben hören, dass es eine gute Botschaft von Jesus gibt, der sie rettet und der sie befreien möchte. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir haben diesen Auftrag jetzt im Natürlichen so nicht, aber wir haben den Auftrag wahrgenommen, im Geistlichen für diese Leute zu beten, für die Leute, die da unterwegs sind, dass wirklich sie gestützt sind vom Heiligen Geist. So, es gibt immer diese beiden Ebenen in unserem Leben. Eine natürliche, wo wir im Gefühl und im Sehen und Empfinden alles wahrnehmen. Und es gibt diese übernatürliche, diese geistliche Ebene. Ich sage euch mal ein Beispiel, wie ich das meine und empfinde. Und es ist gerade von heute. Ich bin heute Morgen aufgewacht
mit glühenden, brennenden Kopfschmerzen. Nun könnte man sagen, als Christ bist du ja nur im übernatürlich Geistlichen. Du betest und dann ist alles weg. So einfach ist es nicht. Ich habe im Natürlichen zuerst wahrgenommen, diese furchtbaren Schmerzen, und ich konnte sehr schnell auch rausfinden, woher sie kommen, und habe dann im Natürlichen dagegen gestanden. Das heißt, ich habe viel Wasser getrunken, ich habe eine Tablette genommen, ich habe eine Massage bekommen, ich habe mich bewegt und ich habe Ruhe gehalten, einen Waschlappen und alle diese Dinge, die kennt ihr bestimmt. Das ist für mich die Beschreibung von, ich handle im Natürlichen gegen eine Attacke, die auf mein Leben gekommen ist. Das war so der Tatbestand. Aber es gilt auch in diesen Alltagssachen, in diesem natürlichen Raum, gilt es auch, dass unser Geist und unsere Herzen sich ausstrecken nach dem Übernatürlichen, nach dem Geber und Helfer aller guten Gaben, nach dem Retter von dieser Situation. Einer, dass wir uns daran erinnern, wir sind Kinder Gottes. Wir beten zu dem Vater, dass er uns hilft, durch diese Attacke hindurchzukommen, dass er uns freisetzt von den Schmerzen, dass er uns wiederherstellt, dass er uns wirklich im Geist stark macht, sodass wir in dieser Attacke nicht auch im Geist noch untergehen und in dieses Murren und Auflehnen kommen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Warum ich? Warum heute? Das passt überhaupt nicht und ich kann das gar nicht gebrauchen. Sondern es ist wichtig, dass unser Geist genährt ist mit dem Wort Gottes. Und ich möchte einen guten Rat weitergeben, den ich in meinem Leben immer sehr verfolgt habe, dass wir in den guten Zeiten uns mit dem Wort Gottes ernähren und füttern. Und das nicht nur mal, naja, ich habe heute keine Zeit, also lese ich mal nur einen Vers in dem Psalm und dann ist schon gut. So, das wird uns nicht helfen, wenn wir wirklich in diesen Auseinandersetzungen, in welcher Art und Weise die auch laufen. Es kann körperlich sein, seelisch sein, psychisch sein, emotional. Es gibt ganz, ganz viele Varianten, wo wir in Auseinandersetzungen reingezogen werden. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, ernährt zu sein, stark zu sein im Wort Gottes. Und in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, mit diesen ganzen Corona-Dingen, müssen wir dichter an den Herrn dran. Wir müssen wissen, wer unser Vater ist. Wir müssen wissen, wer Jesus in unserem Leben ist. Wir müssen wissen, wie die Stimme des Heiligen Geistes klingt, was er uns sagt, was wir tun sollen und was wir lassen sollen, was wir beten sollen. Das kommt aus dem Heiligen Geist in unseren Herzen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das wirklich im Verständnis erfassen. Am besten ist es, wenn wir beständig unseren Geist mit dem Wort Gottes füllen. Und dass wir wissen, das Wort Gottes ist nicht nur für Kopf, sondern es ist für unseren Körper, es ist Heilung für unser ganzes Fleisch. Und dann gibt es ja verschiedene andere Dinge noch, die man im Geistlichen in der Verbindung mit dem Natürlichen machen kann. Vielleicht ist es nötig, dass man in manchen Auseinandersetzungen mit dem Feind anfängt zu beten, zu fasten, dass der Herr uns beauftragt, eine Zeit, ein paar Tage, ein paar Stunden, wie auch immer, zu fasten, um diesen Feind aus unserem Leben zu vertreiben. Vielleicht ist es nötig, andere Beter zu rufen oder die Ältesten, dass sie kommen und mit uns gemeinsam beten. Aber es ist zumindest immer, immer, immer mein Gespräch mit dem Herrn an erster Stelle. Und da ist es ja auch kein Unterschied, ob es Nacht ist oder Tag ist. Ich muss nicht mich erst in einen bestimmten Raum, Sessel oder irgendwas setzen und dann habe ich nur die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen, sondern es ist meine Hingabe an den Herrn, meine Hingabe in das Vertrauen auf ihn, der auf mein Leben schaut und der die Dinge in den Händen hält. Und sie müssen alle zuerst an ihm vorbei. Ich kann
nicht aus seiner Hand fallen. Wichtig ist es, dran zu bleiben und nicht so schnell aufzugeben. Nicht sich frustrieren lassen vom Feind, auch wenn es eine längere Distanz ist. Ich habe das schon erlebt, dass das nicht alles mit einem Gebet oder halbe Stunde Gebet oder Fasten oder es war nicht gleich gelöst. Aber lass uns doch nicht aufgeben. Lass uns doch nicht frustriert die Sache hinschmeißen und sagen, ich glaube, der Herr hilft mir nicht. Er hilft allen anderen, aber mir nicht. So, das ist nicht das Richtige. Wenn man diesem Gerede glaubt, spricht man eins zu eins nach, was der Feind gerne hören möchte von uns. Und dann ist es wichtig, dass ich auch bestimmte Worte aus dem Wort Gottes in meine Situation hineinnehme, dass ich sage, Herr, was redest du in diese Situation, was ist das? Was muss ich an meinem Verhalten ändern? Es kann auch Korrektur von Gott sein in der Bedrängnis durch den Feind. Und dass wir überlegen, habe ich genug getrunken, habe ich mich genug bewegt, habe ich genug dies oder das getan? Und das sind manchmal gute Dinge, die wir im Natürlichen verändern können. Das Sprechen mit Gott, das war in diesem Bericht, wo Amalek gegen Israel antritt, das Wichtige und das Entscheidende. Das Geheimnis, das diesen Sieg hervorbrachte. Mose gab Josua die Anordnung und hier ist zum ersten Mal auch die Rede von, dass Josua als Nachfolger von Mose genannt wird. Das ist der erste biblische Hinweis. Mose beauftragt Josua, dass er Leute zusammensucht und dass er in den Kampf zieht. Aber Mose, Aaron und Hur steigen hinauf auf den Hügel. Als ich das gelesen habe, wieder ganz neu, dachte ich, hey, das ist cool. Wir müssen höher steigen. Wir müssen wegkommen von diesem, mir geht so schlecht und ich weiß gar nicht. Und ich will das nicht kleinreden, ihr versteht das schon richtig. Sondern unser Geist und unsere Seele müssen höher steigen. Hochsteigen zu dem, wo Gott ist, wo er mit uns redet, wo er die Dominanz hat. Und so ist es auch, dass uns hier berichtet wird in Vers 11, solange nun Mose seine Hand hochhielt, hatte Israel die Oberhand. Ist das nicht interessant? So oft er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Verstehst du, wir müssen kämpfen und nicht die Hände sinken lassen und sagen, es hat doch alles keinen Zweck. Nein, gerade das Gegenteil bringt den Sieg. Dann heißt es, und als Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein, also Hur und Aaron nahmen einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. So, das ist ja auch schon mal eine Fürsorge der beiden Beter, die mit ihm da auf dem Hügel sind. Und sie schauen auf Mose und sie gucken, was braucht er und legen diesen Stein unter ihn. Aber das allein hat nicht ausgereicht. Denn der Kampf währte lange, ein langer Kampf. Vielleicht bist du auch schon in einem Kampf über lange Zeit. Lass die Hände nicht sinken. Hol dir Leute, die dich in deinem Anliegen unterstützen. Sprich mit anderen über Lösungen und den Sieg Gottes. Und dann heißt es am Ende von diesem Vers, und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Unser Schwert ist das Wort Gottes. Du kannst die Waffenrüstung nachlesen. Das ist uns gegeben, damit wir nicht schlaff am Boden rumhängen und jammern und Gott anklagen und murren und bist du mit uns oder bist du nicht mit uns? Bist du in unserer Mitte oder gehst du nicht mit uns? Bist du nicht bei mir? Willst du mir nicht helfen? Das sind alles Sachen, die der Feind mit großem Interesse in dein Leben hineinsprechen will. Und Gott war der Kampf zwischen Amalek und Israel so, so sehr wichtig, dass er am Schluss, in Vers 15 heißt es da, dass Mose zum Gedächtnis diesen Kampf in ein Buch schreiben sollte
Und dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Mose baute Gott einen Altar. Er baute einen Altar der Dankbarkeit. Einen Altar, wo er Gott anbetete als den großen Ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin alle Zeit mit dir. Ich bin alle Tage mit dir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Und hier heißt es, Mose baute einen Altar und er gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Feldzeichen ist für uns nicht mehr so der Begriff, weil es damit zusammenhing, wenn gegenteilige Parteien da waren, hatte jeder eine Standarte. Und der Siegreiche steckte seine Standarte ganz oben als Siegeszeichen in den Boden. Und deswegen heißt es hier, der Herr ist mein Feldzeichen. Wenn wir auf ihn schauen, auf die Standarte, die er ist, dann werden wir siegreich in unseren Situationen sein. Auch wenn sie länger dauern. Auch wenn es dauert, bis die Sonne untergeht. Auch wenn es nicht gleich alles so weg ist und läuft. Aber der Herr ist mein Feldzeichen. Was für ein Name. Was für ein Name in diesem Zusammenhang. Der Herr sagt dir, steig höher. Lass die Hände nicht sinken. Schließ dich mit dem Ich Bin zusammen, dem der Himmel und Erde gemacht hat. Und in Kolosser 3, Vers 3 heißt es, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist das, was er hören will, was er sehen will, wo Gott sagt, vertrau mir doch, geh an meiner Hand, bleib bei mir und du wirst siegreich durch diese Attacken des Feindes hindurchkommen. Und wir glauben und beten in diesen Livestream-Gottesdiensten von Gottes Haus, dass ihr das erfassen könnt, dass ihr siegreich mit dem Herrn durch eure Situationen hindurchgeht. Und ich spreche euch zu, Gott hat mehr für dich. Super, Halleluja. Ja. Okay. Das war die absolute Steilvorlage für mich. Genau. Denn genau da setze ich jetzt drauf. Okay. Ja? Perfekt. Geistlicher Kampf. Wir haben den heutigen Abend genannt, wer nicht kämpft, der ist schon besiegt. Und das ist die Wahrheit. Wer nicht kämpft, der ist besiegt. Geistlicher Kampf. Ich möchte folgende Bibelstelle voranstellen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Aha. Er sagte, es gibt einen guten Kampf, der zu kämpfen ist. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Also es geht was um den Lauf, um den christlichen Lebenswandel, es geht um den Glauben und es geht um den Kampf, einen guten Kampf, der zu kämpfen ist. Genau, geistlicher Kampf und zwar für dich und für mich. Weißt du, wenn wir uns das so in der Bibel anschauen, dann fällt eigentlich auf, dass wir häufig so eine kriegerische Sprache haben. Das gibt es auch bei den heutigen Prophetien oder beziehungsweise bei den Prophetien aller Zeiten. Eine sehr kriegerische Sprache. Da ist immer wieder von Kampf, von Krieg, von Waffen, von Schwertern die Rede, von Armee, von Invasion vielleicht, von Marschieren, vom Feind oder von Feinden. Und normalerweise ist uns das als Christen sehr geläufig, weil wir wissen, wie das zu verstehen ist, aber eigentlich klingt das für jemanden, der keine Ahnung hat, ziemlich kernig, ne? Ziemlich aggressiv. Und es zeigt, dass es um einen gigantischen Konflikt geht. Die Bibel spricht von dem gewaltigen Konflikt und wir wissen, wir sind mittendrin. Der Konflikt tobt um uns, der tobt um unsere Herzen, der tobt um unsere Familien, der tobt um unsere Gemeinden, der tobt um unsere Arbeitsplätze, der tobt um unser Land. Absolut. Letztlich ist es der Kampf des Reiches Gottes, des Reiches des Lichts, gegen eben das Reich der Finsternis, das Reich Satans, beziehungsweise, wie es die Bibel so nennt, das Reich der Welt. Gut, wir hatten gerade gehört die Story von Josua, der gegen Amalek kämpft. Das war nach dem Auszug aus Ägypten die erste große Schlacht.
die Israel schlagen musste. Du musst überlegen, die kamen aus der Sklaverei. Das waren ja keine ausgebildeten Soldaten. Das waren Sklaven, die auf dem Weg waren in die Freiheit. Ja? Und ein mächtiger Gegner hat sich ihnen entgegengestellt und sie attackiert. Und letztlich musste auf der einen Ebene gekämpft werden, wie Sigrid gesagt hat, und auf der anderen Ebene wurde in der geistlichen Ebene auch gekämpft durch Gebet. Es wurde im Natürlichen gekämpft oder es wurde im Geist gekämpft. Und genau das ist das, wo es heute Abend drum gehen soll, bei diesem Thema geistlicher Kampf. Ich hatte schon gesagt, wir finden sehr viel kämpferische Situationen in der Bibel. Eigentlich ist das ein riesiges Thema. Es geht ständig um Schlachten, es geht ständig um Kampf. Letztlich ist es eines der am meisten erwähnten Themen der Bibel überhaupt. Ja, ich habe eine Liste, da sind weit über 100 Kriege und Kämpfe und Situationen aufgeführt, wo das Volk Gottes irgendwie in Kampfsituationen im Alten Testament war. Das ist kein Randthema, sondern das ist eine ganz entscheidende Sache. Es geht ständig um Kampf und das lernst du auch schon in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst. Ne? Da finden wir beispielsweise, um so ein paar Fälle zu bringen, Sachen wie diese. Josua vor der Einnahme Jerichos. Jerichos, ja, das war eine ganz komische Situation. Da musste das Volk Gottes musste um die Stadt herumlaufen. Das war übrigens 40 Jahre nach dem Kampf gegen Amalek. Ne? Musste um die Stadt herumlaufen, ja. Und dann am siebten Tag mussten sie siebenmal um die Stadt herumlaufen, dann Schofarhörner erklingen lassen oder einen Jubelschrei anstimmen und dann stürzten die Mauern ein. Eine sehr interessante Geschichte. Ich habe da auch schon mal eine Predigt drüber gehalten. Da steckt ganz viel drin. Ein Kampf. Und weißt du was? Die Anordnungen für diesen Kampf waren komplett unlogisch. Das war ja keine normale Kampfführung, da um die Stadt rumzulaufen und zu jubeln und Hörner zu blasen. Ja? So führt man keine Schlachten. Das war übernatürlich. Das war etwas, was Gott gesagt hatte. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte, wäre Gehorsam, selbst gegenüber sonderbaren, nicht logischen Vorgaben von Gott, ist hier entscheidend. Ne? Über den Kampf gegen Amalek haben wir schon gesprochen. Ne? Da kannst du als Schlussfolgerung sagen, dieses parallel laufende Gebet ist entscheidend. Der erste Kampf, der überhaupt in der Bibel berichtet wird, also wo es zu einer kriegerischen Situation kommt, das ist von Abraham. Ja? Also vom Volk Gottes meine ich, wo das Volk Gottes eben kämpft. Das ist Abraham und zwar geht der mit 318 seiner Sklaven in den Kampf und jagt vier Königen oder den Königen von vier Städten hinterher, um sie einzunehmen. Ja? Und sie haben die nachts angegriffen und sie haben einen gewaltigen Sieg errungen. Und auf dem Rückweg von diesem Kampfeinsatz, da ist diese Situation, wo er dem König, diesem Priesterkönig Melchisedek begegnet. Das ist der erste Kampf, der wirklich für uns hier relevant ist. So, was kann man da für eine Schlussfolgerung rausziehen? Zieh mit deinen eigenen Leuten in den Kampf, könnte man vielleicht sagen. Ja? Keine irgendwelche dazugemieteten Sachen. Eine andere Kampfsituation ist natürlich Gideon. Ja? Gideon gegen die gigantische Übermacht der Midianiter. Ja, da hat er eine kleine Truppe, die wurde noch mal kleiner und noch mal kleiner. Hinterher war es unter 1% von dem, was er schon als klein angesehen hatte. Und mit den letztlich verbliebenen 300 Leuten hat er auch nur mit einer Fackel, einem Tonpott und einem Schofar eine gigantische Schlacht geschlagen. Auch hier könntest du sagen, der Gehorsam gegenüber selbst den etwas unlogischen Anordnungen Gottes war entscheidend für diesen gewaltigen Sieg. Findest du in Richter 7. Andere Story ist Jonathan und sein Waffenträger. Darüber hatten wir ja vor kurzem gesprochen. Ne? Jonathan und sein Waffenträger gegen die Philister. Die waren nur zu zweit und haben sich aufgemacht, weil die das Warten einfach satt hatten, sind losgegangen. Und hier ging es um Hingabe, um Mut, um Einsatz und dass sie einfach gesagt haben, wir bleiben nicht länger sitzen, wir gehen los. Wir lassen uns das nicht länger bieten. Die haben was gemacht, das war politisch nicht korrekt. Ja, die sind einfach losgegangen, haben auf Gott vertraut und nicht auf das System. Das kannst du da als Schlussfolgerung rausziehen. Dann natürlich die wahrscheinlich bekannteste Story hinsichtlich Kampf überhaupt in der Bibel ist David gegen Goliath. Ne?
David ganz allein, mehr oder weniger unbewaffnet, gegen diese Kampfmaschine Goliath, ne, wo das ganze Heer vorgeschlottert hat. Und wir wissen, er hat ihn besiegt. Er hat ihn durch den Stein von der Schleuder, das war übrigens der erste Stein, den er geschleudert hat, der hat gleich getroffen, hat er ihn umgenietet und dann ist er hingegangen und hat den Riesen mit seinem eigenen Schwert den Kopf abgeschlagen. Also er hat ihn schon wirklich erledigt, dauerhaft, er war weg. Ne? Und hier kannst du sagen, der war empört über das Spotten des Feindes, der seinen Gott gelästert hat. Und er ist losgegangen in der Entschlossenheit, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, gegen diese Mächte einfach von Spott und von dieser Blasphemie. Andere Story von David ist die Einnahme der Jebusiter-Festung Jerusalem. Er hat diese Stadt ja erobert. Und das war so, die war oben und quasi uneinnehmbar und sie haben gespottet und haben gesagt, hier, diese Stadt kann selbst Lahme und Blinde verteidigen, du kannst sie nie einnehmen. Aber es gab eine Schwachstelle und die hat der Herr ihnen offenbart. Und das war ein Wasserschacht, durch den sie hineinkommen könnten, mitten in die Stadt. Und da war übernatürliche Erkenntnis sozusagen der entscheidende Schlüssel, um diese Schlacht zu gewinnen. Oft hat David auch den Herrn gefragt, ja, soll ich jetzt hier losziehen gegen die Philister? Und der Herr hat gesagt, ja, ich werde wie ein Durchbrecher sein. Das ist diese Story in 2. Samuel 5 mit diesem Baal Perazim. Wir haben auch vor einiger Zeit darüber eine interessante Predigt gehalten. Oder dieses mit den Rauschen in den Backerbäumen, wo er gesagt hat, Herr, ich brauche ein Zeichen von dir. Soll ich kämpfen und wenn, ja, wie und überhaupt? Und der Herr hat gesagt, pass auf, wenn du das Rauschen in den Bäumen hörst, dann geh los. Also eine Zusammenarbeit sozusagen mit Gott. Ja, das Reden des Herrn, die Anweisung des Herrn war ganz entscheidend. Oder eine Superstory ist natürlich Josaphat, der gegen die Ammoniter kämpft. Die Ammoniter kommen ins Land, sind schon mittendrin fast. Ja, und er weiß, er ist unterlegen und er ruft einfach Leute zusammen, das Volk zusammen und sie beten, sie kommen vor den Herrn und es gibt einen prophetischen Impuls mitten aus dem Volk heraus. Jemand sagt, ich habe folgenden Eindruck, das sollten wir machen. Und sie nehmen das und machen das und sie ziehen dem Feind entgegen mit Lobpreis. Der Lobpreis geht dem Kampf voraus. Ja? Und der Lobpreis bewirkt einen gigantischen Sieg. Als der Lobpreis begann, hat der Herr dafür gesorgt, dass der Feind sich gegenseitig abschlachtet. Und als sie kamen dahin, war alles schon erledigt. Sie brauchten nur noch sozusagen die Beute einsammeln und das hat 3 Tage gedauert. Das war also eine größere Sache. Hier kannst du sagen, der Lobpreis ist entscheidend. Und du merkst schon, die biblischen Berichte, wo es um Kampf geht, und das war nur ein winziger Ausschnitt, da gibt es immer verschiedene Aspekte, die interessant sind. Was wichtig ist, worauf wir achten müssen. Es gibt nicht so ein Schema F, wo man immer nachgehen kann, sondern man muss genau schauen, was für eine Kampfsituation ist es und wo befinden wir uns gerade. Es gibt kein Patentrezept, denn der Feind agiert mit so vielen verschiedenen Methoden, so raffiniert, ja, und auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen greift er uns an, auch immer mal wieder mal von der anderen Seite, selbst einzelnen Personen, dass du schauen musst, welche Waffen habe ich jetzt, wie kann ich mich jetzt dagegen stellen, was ist jetzt das, was Gott mir gibt, um dagegen zu kommen. Und wir erleben halt, dass manche Christen das einfach nicht, wie soll ich mal sagen, überreißen. Ja, sie wissen nicht, wie kann ich den Herrn fragen, was jetzt dran ist und mir die richtigen Vorgehensweise schenken lassen, sondern sie sind einfach überwältigt vom Feind, werden sozusagen niedergeknüppelt, niedergeschlagen und bleiben dann da sitzen, gehen nicht weiter im Kampf. Das ist für unseren Dienst etwas, was uns am Anfang unseres Dienstes sehr geprägt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen Leute, die niedergeschlagen sind, Christen, Soldaten in der Armee des Herrn, aufrichten. Wir müssen ihnen helfen, den Blick auf den Herrn zu richten. Wir müssen ihnen helfen, wieder in den Kampf zu gehen, der uns verordnet ist. Das war eigentlich das, weshalb wir Gottes Haus gestartet haben. Gut, und wenn du jetzt also in so einer Situation bist, du musst wissen, was ist jetzt dran. Manchmal ist es Fasten, manchmal ist es Lobpreis, manchmal sind es bestimmte Dinge, die du einfach tun musst. Ja? Manchmal ist es einfach Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, selbst wenn wir es vielleicht nicht verstehen, weil es irgendwie unlogisch ist. Und diese Dinge, diese Lösungen, die du brauchst in so einer Situation, die empfängst du aus der persönlichen, innigen Beziehung mit dem Herrn.
Das ist etwas, wo du die Beziehung zum Herrn haben musst. Das ist etwas, wo du die Bibel lesen musst, wo du in einer Beziehung zum Herrn sein musst. Das ist etwas, was im Grunde genommen zum Wirken des Heiligen Geistes gehört, dass er dir Klarheit gibt, wie du in dieser Situation vorangehst. Okay, das ist ein erster Gedanke. Jetzt möchte ich was zu den Psalmen sagen. Die Psalmen sind ja etwas, was Menschen, die in Bedrängnis sind, absolut immer und immer und immer wieder zum Segen geworden ist. Überall auf der Welt, die Psalmen sind etwas, wo die Leute zuerst hingreifen, wenn sie unter Attacke des Feindes stehen. Warum eigentlich? Warum sind die so, dass sie uns so ein Segen sind, so eine Stärke geben, so in unsere Situation hineinsprechen? Wenn du dir die Psalmen genau anschaust, haben die ja ganz unterschiedliche Themen. Ja, viel natürlich mit Lob und ein paar auch so mehr geschichtlich. Und es gibt auch eine ganze Reihe, die nennt man die Rache-Psalmen. Ne? Das sind Kriegspsalmen, das sind Lieder, die wurden im Kampf gesungen. Die sind da mittendrin. Ja? Und die sind sehr interessant. Und so diesen politisch korrekten, zivilisierten Christen der westlichen Welt fällt es mitunter etwas schwer, das nachzuvollziehen, um was es da eigentlich geht. Die meisten dieser, sagen wir mal, kämpferischen Psalmen sind von David verfasst. Ja? Und ich möchte dich daran erinnern, dass Gott über David sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und David war ein echter Kämpfer. Und diese besagten Psalmen sind gestopft voll mit kriegerischem Vokabular, mit Emotionen. Und zwar Emotionen, die aus dem Kampf entspringen, aus dem direkten Kampf. Und zu Davids Zeiten war das ja die reale, lebensbedrohliche Situation. Sigrid hat schon darüber gesprochen. Ja, die Situation, der Feind steht dir gegenüber und will dich umbringen. Und du musst dich verteidigen, du musst ihn attackieren. Auge in Auge im Zweikampf. Ja? Und David ist eine sehr, sehr prophetische Person. Es ging hier nicht um ein Spiel, es ging hier nicht um irgend so eine abgehobene theologische Diskussion, ja, philosophisch irgendwie so dahinschwebend. Hier ging es um Blut, hier ging es um Leben, hier ging es um Überleben. Ne? Reale, persönlich, live erlebte Kampfsituation, Tod oder Leben. Und das Interessante ist, da gab es ja kein Dazwischen. Da gab es ja keine friedliche Koexistenz. Da gab es ja keine politische Lösung. Ne? So, wenn ich leben wollte, musste der Feind sterben. Und umgekehrt. So, David war ein Kriegsmann und er ist in dem vorwärts gegangen. Und Gott hat ihm sogar untersagt, den Tempel zu bauen, weil an seinen Händen zu viel Blut war. Und doch sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Kämpfer und gleichzeitig jemand, der im Lobpreis vorangeht. Und diese Kombination, die findest du in den Psalmen von David ganz, ganz entschieden. Wir schauen uns das gleich noch ein bisschen an. So, manche Christen fragen sich, was haben diese blutrünstigen Aussagen eigentlich in der Bibel zu suchen? Ja, da wird teilweise der Tod des Gegners, die völlige Vernichtung eben tatsächlich herbeigefleht von Gott. Ja, und dann sagen sie, das klingt aber so gar nicht nach Liebe deinen Nächsten. Ne? Liebe deine Feinde. Ne? Oder nach halt dem die andere Backe auch noch hin. Wie ist das zu verstehen? Wie kommt das zusammen? Dass Gott auf der einen Seite so kämpferisch ist. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, Jahwe ist ein Kriegsmann. Jahwe ist ein Kriegsmann. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir so ein weichliches, süßliches Bild von einem Jesus, der so alles deckelt, ja, und jede Gemeinheit und jede Frechheit und jede Attacke und jeden Kampf einfach so, wie soll ich mal sagen, philosophisch akzeptiert und drüber hinweggeht. So einfach ist das nicht. David. Was hat denn David erlebt? Er schreibt beispielsweise im Psalm 22 ab Vers 13. Da drückt er einfach mal sein Herz aus, wie so diese bedrängende Situation ist. Viele Stiere haben mich umgeben. Starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren.
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Interessant beschrieben, ne? Umgeben von irgendwelchen Mächten, irgendwelchen Feinden, die ihn zerstören wollen. Er spricht hier von Stieren, von Löwen, von Hunden, von Übeltätern. Etwas, was ihn bedrängen will, was ihm ans Leben will. Das ist die Situation, die viele, viele Christen kennen, die sie in ihrem Leben, ihren Situationen, in ihren Familien und so weiter auch erleben. Psalm 38, Vers 20. Meine lebendigen Feinde sind stark und zahlreich sind, die ohne Grund mich hassen. Nur das war das, was er empfunden hat. Da ist dieser Kampf, da sind Feinde, die ihn gehasst haben, die ihn attackiert haben, die ihn vernichten wollten. So, und dann hat er Gott entsprechend darum gebeten, dass er tatsächlich den Sieg bekommt. So findest du beispielsweise im Psalm 58, ab Vers 7, da heißt es, zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihrem Maul. Nicht schlecht. Sie sollen vergehen wie Wasser, die verrinnen. Also einfach weg sein, verschwinden, vertrocknen. Wie die Schnecke zerschmelzend dahingeht. Eines Weibes Fehlgeburt, welche nie die Sonne erblickt. Das bittet er Gott, dass Gott das den Feinden antut. Psalm 3, Vers 8. Steh auf, Yahweh, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Ich meine, es geht ja darum immer um dieses Reden, ja, im Geistlichen. Es geht ja um dieses Aussprechen, diese Worte, ja. Und das ist eben dieses, wenn die richtig eine aufs Maul bekommen, sage ich mal, dann kann der Feind nicht mehr agieren. Das ist ja seine stärkste Waffe, das, was er ausspricht, sein Mund. Psalm 59, Vers 14. Vertilge im Zorn, vertilge, dass sie nicht mehr sind. Psalm 35, Vers 6. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig und der Engel Jahwes verfolge sie. So, das war die Situation, wo er Gott gebeten hat, Herr, greif ein. Der Feind ist um mich, er bedrängt mich, greif für mich ein. Und im Grunde genommen sagt er, vernichte ihn, lösche ihn aus. Und gleichzeitig ist dann noch die Situation, dass der Herr ihn in den Kampf hineinführt. Er war ja ein Kämpfer. Und der wusste, Gott war in den Kämpfen gegen diese feindlichen Strukturen an seiner Seite. Dann lesen wir beispielsweise im Psalm 144, Vers 1, gepriesen sei Jahwe, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Oder für mich absolut grandios, der beste Psalm überhaupt ist Psalm 18. Das ist mein Lieblingspsalm, da werde ich auch mal drüber eine Predigt halten. Psalm 18, Vers 35, das ist fast die gleiche Aussage. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Gott lehrt meine Hände das Kämpfen. Ja? Hier oben hieß es, er unterweist meine Hände zum Kampf. Gott lehrt mich kämpfen. Kann es sein, dass das auch für uns heute gilt? Ne? Und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und jetzt, Psalm 18, ab Vers 38, das ist wirklich kernig, ne? Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie. Und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstehen. Meine Feinde aber, du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Ist doch interessant. Vernichtet. Nicht weggeschickt oder freundlichen Vertrag mit ihnen gemacht oder sowas, sondern vernichtet. Aggressiv. Ja? Das ist Altes Testament. Aber weißt du was? Das sind keine Einzelaussagen. Auch nicht in dem Psalm schon gar nicht, aber auch im Alten Testament überhaupt nicht. Wir finden diese Aussagen überall in der Bibel.
In dem Psalm als Beispiel habe ich mir mal hier aufgeschrieben, findest du das? Ich lese es einfach mal vor. Psalm 3, Psalm 7, 10, 11, 18, 22, 31, 35, 38, 52, 55, 56, 58, 59, 64, 69, 70, 83, 94, 109, 118, 120, 140, 142. Was ich damit sagen will, ist, das ist kein Randthema. Ja? Das ist etwas, was immer und immer wieder vorkommt. Warum ist das etwas, was uns aber so anspricht? Wieso ist gerade das etwas, was in unserer Situation für uns so wichtig ist, wo wir sagen, das spricht meine Situation, das bringt es zum Ausdruck. Ja? Schau mal, das sind Lieder. Die sind voller Emotionen. Die sind ganz kurz gefasst. Die kommen direkt auf den Punkt. Markige Aussagen. Kein Geschwafel, kein irgendwelches theologisches, abgehobenes Gerede, sondern kommt sofort auf den Punkt. Ja? Kommt sehr schnell zur Sache. Und sie drückt das Herz aus. Sie drückt das aus, was wirklich empfunden ist. Ja? Es geht nicht über Verstand, es geht hier direkt um das, was man empfindet. Und deshalb glaube ich, dass die einer sehr großen Zahl von Menschen so große Hilfe gegeben hat. Trost, Zuspruch, Ausrichtung, weil es direkt von Herz zu Herz geht. Von Herz zu Herz geht. Ja? Und bei David war klar, es gibt keine entmilitarisierte Zone. Es gibt keine Grauzone, es gibt keine friedliche Koexistenz, ist nicht möglich, es gibt keinen Nichtsangriffspakt. All solche Sachen sind kompletter Quatsch. Ja? So, und jetzt kommt etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Extrem wichtig. Das müssen wir wirklich verstehen. Wir müssen verstehen, dass all diese Aussagen, die wir im Alten Testament finden, heute für uns geistlich zu verstehen sind. Heute für uns ist das übertragen auf die geistliche Ebene. Schau mal, David hatte seinen Gegner direkt, wie ich gesagt habe, Auge in Auge gegenüber. Natürlich, im Natürlichen. Wir haben den Gegner heute ebenso gegen uns, aber auf der geistlichen Ebene im Neuen Bund. Und der Feind ist genauso erbarmungslos wie zu Davids Zeiten. Und wir müssen mit der gleichen Entschlossenheit gegen ihn vorgehen wie David und all die anderen. Und wir müssen ihn bekämpfen. Wenn wir dies nicht tun, wird er uns überwinden. Er wird uns in die Defensive bringen. Ja? Und seine Absicht ist, uns letztlich zu vernichten, wenn der Herr nicht Gnade schenkt und eingreift. Was ich sagen will ist, wir müssen ein Verständnis dafür haben, dass das Alte Testament die Situation, also in den meisten Fällen, ja, es gibt auch ein paar Ausnahmen, in den meisten Fällen die Situation im Natürlichen beschreibt, was für uns heute im Geistlichen gilt. Das ist ein biblisches Prinzip. 1. Korinther 15, Vers 46, das kannst du hier aufschreiben. 1. Korinther 15, Vers 46. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Das Natürliche geht dem Geistlichen immer voran und genauso haben wir es hier. Die Kämpfe, die David im Natürlichen hatte, sind die gleichen Kämpfe im Geistlichen, die du und ich heute haben. Und deshalb spricht uns das unser Herz so an, weil wir merken, da ist jemand in der realen Situation. Nun, der hatte einen Gegner, der mit dem Schwert vielleicht auf ihn zugekommen ist. Du hast vielleicht eine Feindesmacht, die dir gegenübersteht, die mag vielleicht Mobbing heißen oder Krebs, ja, oder Arbeitslosigkeit oder Hartz IV. Schande seinem Namen übrigens, diesem Hartz. Ne? Oder wie auch immer. Es gibt etwas, was dich attackiert. Eine Feindesmacht. Und wir müssen aufstehen und dagegen kämpfen. Und das finden wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift. Ja, wir als Teilhaber des Neuen Bundes sind nicht rausgenommen, so nach dem Motto, ja, wir brauchen nicht zu kämpfen, alles ist super, wir setzen uns aufs Sofa, warten, dass der Herr kommt und alles ist prima. Nein, auch im Neuen Testament sind wir aufgefordert, im Kampf zu stehen. Denn der Feind heute ist genauso real und nicht weniger bedrohlich als zur damaligen Zeit. Absolut nicht. Der Kampf findet lediglich auf einer anderen Ebene statt. Ne? Es ist der gleiche Kampf. Es ist der Kampf von einem supergerissenen, boshaften, erbarmungslosen Feind, der das Volk Gottes vernichten will.
der die Absichten des Herrn vernichten will, der gegen sein Wort geht, der gegen die Wahrheit geht, der gegen die Schöpfung geht, der letztlich gegen Gott selber geht. Der Feind, Satan, der Teufel. Wir lesen beispielsweise in Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist der Feind. Das ist seine Absicht. Er will in die Herde reinkommen und will sie verderben, vernichten, schlachten, abschlachten. Etwas weiter vorher sagt Jesus in Johannes 8, Vers 44, da ist er in einer Auseinandersetzung und sagt zu den Gegnern, ganz fromme Leute, ihr habt den Teufel zum Vater. Also das musst du auch erstmal bringen, ne? Zu jemandem sagen, noch dazu im Grunde um Glaubensgeschwistern, ja, in Anführungsstrichen, ja, ihr habt den Teufel zum Vater. Das heißt, im Geist agiert ihr teuflisch, ihr denkt teuflisch, ihr habt den als Vater für euer Verständnis, für euer Denken, für eure Vorgehensweise. Ne? Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Vater der Lüge. Da sagt Jesus direkt zum Feind, ne? So bezeichnet er ihn. Wie gesagt, David hat mit dem natürlichen Schwert natürliche Feinde bekämpft und all die anderen Helden und Namen, die uns im Alten Testament begegnen. Und genauso haben wir heute mit geistlichen Waffen geistliche Feinde zu bekämpfen. Der Kampf ist genauso real. Ne? So, jetzt etwas Wichtiges. Der geistliche Kampf mit geistlichen Waffen ist etwas, was in der geistlichen Dimension geführt wird. Es ist kein Kampf im Natürlichen. Als Christen wissen wir das, aber wenn man so ein Vokabular nützt, dann ist es eventuell etwas missverständlich. Es ist kein Kampf im Natürlichen, es ist kein Kampf gegen Menschen oder irgendwelche Menschengruppen oder irgendwelche Volksgruppen oder irgendwelche Nationalitäten oder gegen irgendwelche Minderheiten oder Andersdenkende oder Leute, die eine andere Glaubensüberzeugung haben oder andere Religion haben oder irgendwelche staatlichen Institutionen oder Organisationen oder irgendwas. Nein, es ist kein Kampf, der auf der Ebene läuft. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist in keiner Weise ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das ist sehr wichtig. Zu Davids Zeit und im Alten Testament war es ein Kampf auf der natürlichen Ebene. Heute für uns ist es ein Kampf auf der geistlichen Ebene und wir müssen ihn auf der geistlichen Ebene führen. Weißt du, in der Kirchengeschichte gab es immer mal wieder Fälle, wo irgendwelche Leute gemeint haben, sie müssen das mit, sagen wir mal, irdischer, weltlicher Gewalt umsetzen. Ja, so das, was sie an Glaubensüberzeugung hatten. In allen, ausnahmslos allen Fällen war das eine Katastrophe. Ja, und erwies sich als fataler Fehler und hat richtig Schaden für das Reich Gottes gemacht. Ne? Es ist kein Kampf, der auf der natürlichen Ebene laufen darf, der auf der irdischen Ebene ausgetragen werden kann. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf, unser Kampf, dein Kampf, mein Kampf, unser Kampf, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, und jetzt kommen vier Punkte, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Kampf. Ja? Gegen übernatürliche Kräfte, ja? Gegen Mächte in der Finsternis, Mächte in der himmlischen Dimension, Mächte, die sich im übernatürlichen Bereich. Da ist unser Kampf. Und das ist es, was extrem wichtig ist und was wir verstehen müssen.
Und das ist der riesige Unterschied zum Alten Testament. Und das ist gleichzeitig das, wenn man das richtig versteht, wo wir andocken können an die Dinge, die im Alten Testament gewesen sind und verstehen können, hey, das bedeutet ja wirklich etwas für uns. Nur ein Beispiel. David hat Goliath mit dem Stein umgenietet. So, dann lag der da, bewusstlos. Und dann ist er hingegangen, hat das Schwert von dem Riesen genommen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Und die Bibel sagt, dann tötete er ihn vollends. Was heißt das im Geistlichen? Wenn du einen Gegner im Geist erledigt hast, dann musst du aufpassen, dass du ihn nicht nur betäubt hast, sondern du musst hingehen und ihn wirklich erledigen. Ja? Der Riese, der sich wieder berappelt und wieder aufsteht, ist nicht das Ziel. Sondern du musst wirklich schauen, ja, dass es nicht bei einem Sieg bleibt, nur weil er auf den Boden gegangen ist, sondern du musst ihn tatsächlich erledigen. Auslöschen, fertig machen. Das Thema muss erledigt sein. Das ist sehr wichtig. So ein Beispiel dafür, wo wir einfach so eine Lehre aus dem Bericht des Alten Testaments für uns heute anwenden können. Also, wenn du da einsteigst und dich mit den Begebenheiten und dem Bericht des Alten Testaments beschäftigst, dann ist das genau das, was du daraus lernen kannst. Wir haben beispielsweise ja über Josaphat und seinen Waffenträger gesprochen. So genial, was da alles drinsteckt und was zu dir und mir heute spricht. Ne? Okay, andere Bibelstelle von Paulus, 2. Korinther 10, Abvers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Amen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott. Nein, für Gott. Mächtig für Gott. Wir haben keine fleischlichen Waffen, sondern wir haben Waffen, die im übernatürlichen Bereich mächtig sind, die wirklich was bewegen können. Und so fordert Paulus beispielsweise Timotheus auf, in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich hatte vor kurzem, vor 2 Wochen darüber gesprochen, die biblische Endzeitlehre und die große Verschwörung. Und da ging es darum, um den Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt und wie die eigentlich im Kampf sind, im Geistlichen, in der geistlichen Dimension. Weißt du, Welt in der Bibel, im Neuen Testament insbesondere von Jesus, wird sehr negativ gebraucht. Das ist eben die gefallene Schöpfung unter der Herrschaft des Feindes, die gegen das Reich Gottes agiert. Ne? Das ist der Herrschaftsbereich Satans. Und genau, das ist etwas, was wir wissen müssen, das ist eben unser Schlachtfeld, unser Kampffeld. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Jakobus 4, Vers 4. Das musst du dir auch mal durchdenken, was das heißt. Wenn wir der Welt Freund sind, ist das eigentlich etwas, was die Bibel sagt, das ist Feindschaft gegen Gott. Warum? Weil die Welt im Sinne dieses gefallenen Weltsystems unter der Herrschaft des Feindes ist etwas, was gegen das Reich Gottes steht, was gegen das Volk Gottes steht. Ne? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Schon kernig. Also insbesondere Paulus hat sich wirklich mit dieser ganzen Thematik im Neuen Testament beschäftigt. Ne? Der hatte ein Verständnis für den geistlichen Kampf. Der war selber im kontinuierlichen Kampf. Wenn du seine Briefe liest, dann merkst du das. Der war wirklich immer in Action. Ja? Und das ist auch der Grund, weshalb er über die Waffenrüstung überhaupt spricht. Weißt du, jeder Christ kennt Epheser 6, die Waffenrüstung. Und da gibt es einen Haufen schöne Predigten drüber und sonst was. Aber weißt du was? Eine Waffenrüstung hast du, damit du kämpfst. Sonst brauchst du keine Waffenrüstung. Du brauchst nicht, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, eine Waffenrüstung. Das ist Unsinn. Eine Waffenrüstung ist für einen Kampf. Ja, aktiv, wo man in den Kampf geht. Sonst braucht man sie nicht. Er schreibt beispielsweise in 2. Korinther 10, Abvers 3, bis 5, ich hatte es gerade schon mal angefangen zu lesen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Es ist ein Kampf.
auf der geistlichen Ebene, nicht im Natürlichen, nicht fleischlich, sondern mächtig. Und er sagt, wir zerstören diese Festung, wir zerstören diese Vernünfteleien, ja, diese Gedankenkonstrukte des Feindes, diese falschen Lehren, diese Lügen, diese irgendwelche schrägen Dinge. Wir zerstören die. Weißt du, was zerstören heißt? Zerstören, kaputt machen, vernichten, erledigen. Die sind danach nicht mehr da. Menschen werden frei davon. Das ist etwas Interessantes. Der Kampf hier, da geht es auch darum, die Dinge des Feindes zu vernichten, zu beseitigen. Ja, nicht nur irgendwie eine Kiste zu packen und sagen, okay, packen wir mal zur Seite. Nein, auslöschen in dem Leben der Menschen, weil das Ding fängt an, irgendwann wieder zu mockern und den Menschen wieder gefangen zu nehmen. Ja, es muss absolut ausgerottet sein. Einfach das, was immer es ist, was immer den Menschen bedrängt. Falsche Denkweisen, Vernünfteleien. Ja, hier geht es um Gedankenkonstrukte. Beispielsweise, wenn jemand denkt, er ist nichts wert. Ja? Er ist nichts wert. Kann nichts, hat nichts, ist einfach nichts wert. So, das ist ein Lügenkonstrukt. Ein absolutes Lügenkonstrukt. Jesus Christus selbst ist für dich gestorben, für diesen Menschen. Er ist absolut wertvoll, kostbar, einzigartig. Der Herr liebt ihn. So, der Feind hat aber durch seinen Blödsinn diesem Menschen eine Gedankenfestung, Vernünfteleien eingetrichtert und der Mensch denkt falsch. So etwas muss ausgelöscht werden, vernichtet werden, damit der Mensch richtig denkt und in die Freiheit Gottes kommt. So was meine ich damit. Ne? Gut. Und dann eben hier Epheser 6, die super bekannte Bibelstelle ab Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann kommen die unterschiedlichen Teile eben dieser Waffenrüstung. Und ich bin sicher, du hast schon etliche Predigten darüber gehört. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt, du brauchst die Waffenrüstung, um im Kampf zu sein gegen den Teufel. Das ist nämlich hier der Gegner. Und dann etwas später, in Vers 13, heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Hier geht es um Widerstand. Hier geht es um Festhalten. Hier geht es darum, sich nicht einschüchtern zu lassen. Hier geht es um Position nehmen. All das ist so wichtig, dass wir als Christen ein Verständnis dafür bekommen. Im Neuen Testament hat der Kampf nicht aufgehört. Im Neuen Testament ist nicht alles nur noch Zuckerwatte. Im Neuen Testament ist der Feind genauso hinter dem Volk Gottes her wie damals. Und wir haben zu kämpfen. Wir müssen Position beziehen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Das war mein Eingangsvers. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ja? Und ein super wichtiger Satz, der uns im Dienst immer wieder einfach bewusst ist und den wir weitergeben. Wer nicht gegen den Feind kämpft, wird irgendwann mit ihm laufen. Wer nicht gegen den Feind kämpft, wird irgendwann mit ihm laufen. Ja, das ist das, was die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Wenn du nicht widersteht, flieht er nicht. Ne? Und irgendwann wird er dich einsacken. Und Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das heißt, sie zu vernichten. Ne? Auf Schlangen zu treten. Und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Warum sollte Jesus das sagen, wenn es nicht diesen Kampf gibt? Warum sollten wir über die gesamte Kraft des Feindes Autorität haben, ja, und drauftreten können, wenn das nicht notwendig wäre? Der Kampf ist uns verordnet. Der Kampf ist uns verordnet. Und eines der entscheidenden, wichtigsten Schlachtfelder, es gibt verschiedene Schlachtfelder natürlich, ja, aber eines der entscheidendsten für uns Kinder Gottes ist der Glaube. Denn das ist das, was der Feind immer und immer und immer wieder attackiert. Er versucht, unseren Glauben zu vernichten, auszulöschen. Ja, und gerade da ist es so, dass diese Aussagen der Psalmen, wenn wir die unter diesem Blickwinkel sehen, ganz verblüffende
Tiefe und Aussagestärke haben. Ja, gerade die Rachpsalmen. Denn hier tobt der Kampf. Und der Kampf heute bei uns, weißt du, worum der geht? Der geht eben um Glaube oder Unglaube. Kleinglaube, Zweifel. Der geht um Liebe oder Hass. Um Annahme oder Ablehnung. Um Gehorsam oder Sünde. Um Treue oder Treulosigkeit. Um Sieg oder Niederlage. Um Autorität oder Duckmäusertum. Ja? Hier, im Glaubensbereich, in unserem Herzen, in unserem Denken, da tobt der Kampf ums Tod oder Leben. Ne? Deshalb sagt Paulus, wir gehen gegen diese falschen Denkstrukturen an. Hier geht es um ewiges Leben und ewige Verdammnis. Hier geht es um diese Zweifel, Bedenken, um Anklage, Unvergebenheit, Depression und. Und all das sind Waffen des Feindes, mit denen der gegen uns angeht. Ja? Dinge, wo er uns vernichten will, vom Glauben wegbringen will, auslöschen will. Und wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Ja? Und es gibt so viele Menschen, die sind genau in dieser Situation. Ne? Einsamkeit, ne? Anklage, Unvergebenheit, Depression, Furcht, wir hatten schon darüber gesprochen, Angst, Selbstzweifel. Und es ist etwas, was sie festhält, was sie gefangen hält, was sie niederknüppelt geradezu. Ne? Bestimmte Süchte, ja, bestimmte Sünden, von denen sie nicht frei werden. Ja, irgendwelche Gedanken, die urplötzlich auf sie kommen beispielsweise, die zersetzen und zerstörerisch sind. Das gilt für so viele Kinder Gottes. Wenn das für dich gilt, du bist nicht allein. Das erleben ganz viele Kinder des Herrn. Und es ist gut, wenn du sagst, ich akzeptiere das nicht länger. Ich bin nicht irgendwer. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ich bin König. Ich bin Priester. Ich bin ein Gesandter an Christi Stadt. Ich akzeptiere nicht länger, mich vom Feind hier vorführen zu lassen und behandelt zu werden wie ein Fußabtreter. Nein, tritt in Position. Deshalb immer wieder dieser Punkt, wo wir sagen, du musst wissen, welche Identität du hast. Du musst wissen, welche Autorität du hast. Du musst wissen, welche Position du hast. Ja, damit du von dieser Position aus agieren kannst. Wie agierst du denn? In erster Linie durch Gebet. Nicht nur, aber in erster Linie durch Gebet. So, du kannst dir das nur so ein Bild. Du kannst dir das so vorstellen. Das, was der Feind macht, ist, er schießt Pfeile. Und diese Pfeile sind mit einem zersetzenden Nervengift, ja, versehen. Ne? So, wenn so ein Pfeil kommt und dich trifft, beispielsweise Selbstanklage, Minderwertigkeit, ja, Selbstmitleid, irgendein sündige Gedanken, irgendwas, ja. So, dann kannst du jetzt warten, wie sich das dann so immer mehr entfaltet, dieses Gift, und sich in deinem Körper ausbreitet und immer mehr Macht gewinnt. Oder du sagst, in dem Moment, wo du merkst, da ist dieser Pfeil, der dich auf dich abgeschossen ist, sagst du im Prinzip, sagst du im Namen Jesus, nein, ich akzeptiere das nicht, ich werde nicht so denken, ich werde das nicht bei mir zulassen, ich reiße das aus, ne, und ich werfe das weg von mir. Psalm 11, Vers 2, der sagt es perfekt, der bringt es genau auf den Punkt. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf die Sehne gerichtet, auf der Sehne gerichtet, im Finsteren zu schießen auf die von Herzen Aufrichtigen. Ja? Der Pfeil, der im Finstern fliegt, der Pfeil, der irgendwo kommt, wo du gar nicht darauf vorbereitet bist, auf einmal zack, jeder Mensch kennt das, jeder Christ kennt das. Irgendwann auf einmal irgendwas, wo du sagst, was ist das jetzt? Ich habe da gerade eine Sekunde vorher nicht dran gedacht und auf einmal ist da irgend so ein Ding. Das sind Attacken des Feindes, solche Pfeile. Und mir hat das geholfen, also mir persönlich hat mir das geholfen, wirklich zu sagen, Moment, dieses Ding, im Namen Jesus, nein, ich werfe das weg von mir, das ist nicht von mir, das ist nicht mein Glaube, das ist eine feindliche Attacke, dieser Pfeil trifft mich nicht. Beziehungsweise diesen Pfeil sende ich zurück zum Feind. Back to sender. Ne? Es sind Pfeile, die sich auf dein Denken richten, die sich auf dein Herz richten, die sich an deinen Glauben richten und die da zerstörerisch was bewirken wollen. Ja? Kontinuierlich versucht der Feind, uns mit diesen negativen Gedanken, ja, zu quälen.
das ist alles wirkungslos, das ist alles sinnlos, depressive Gedanken, alles Mögliche, hör auf, und du bist bombardiert von diesem Pfeilhagel des Feindes. Ne? Das ist alles, macht keinen Sinn. Immer dieses negative Denken, dieses Negative, was dann kommt, so plötzlich. Weißt du was? Wenn du nicht dagegen aufstehst, wenn du nicht dagegen kämpfst, hast du verloren. Das ist ein Kampf, der uns verordnet ist. Gegen diese Dinge des Feindes zu kommen. Deshalb sagt die Bibel, dass wir diesen Helm brauchen, dass wir ein Schild brauchen, um das abzuwehren, diese feurigen Pfeile des Bösen. Ne? Das sind also wie so Kapseln vor diesen Pfeilen, die zersetzen dich und die wollen dich dazu bringen, Unglauben, Aufgeben, Verzweiflung. Weg damit, weg damit. Du brauchst nicht so zu denken, wie der Feind dir das vorgeben möchte. Du brauchst nicht so zu denken, wie der Feind dir irgendwelche Gedanken in dein Ding flüstert. Du brauchst nicht so zu denken, wie das, was er dir einredet. Du brauchst es nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen, ja? Weil wir da wissen, was ist Gottes Wort. Und nochmal, diese DVD, dieses Hörbuch, was wir vorhin, keine DVD, das Hörbuch, was wir vorhin angeboten haben, das ist etwas, was dir zeigt, wer du bist in Christus, welche Position du hast, und das ist extrem hilfreich, damit du verstehst, wie du gegen diese feindlichen Attacken angehen kannst. Ne? So viele Leute sind einfach gewohnt, dass was da kommt, ja, das denke ich halt. Die kapieren gar nicht, dass ihr Denken etwas ist, worüber sie Autorität haben. Ja, sie haben Autorität über das, was sie denken. Sie müssen nicht alles denken, was ihnen der Feind ins Hirn gibt. Ne? Man braucht nicht jedes Ding aufzupicken wie ein Huhn. Ne? Aber genau das ist der Kampf. Genau das ist der Kampf. Und wie ich schon sagte, für uns sehr wichtig ist dieses Back to Sender. Zurück an den Absender. Ich akzeptiere das nicht. Ich nehme das nicht an. Ich gebe es zurück. Ja? Und da haben wir jetzt natürlich immer mal wieder Leute, die dieses nicht so ganz verstehen, die dann da im Bedrängnis sind und sagen, ja, Hilfe, aber wenn ich das jetzt zurückgebe, ich soll doch meine Feinde lieben. Ja, das ist in der Tat ein interessantes Thema. Und da gibt es so eine abstruse Verwirrung unter den Christen, dass ich dazu gerne was sagen möchte. Weißt du, den Feind zu lieben heißt nicht, dass du zulässt, dass er Böses tut, zerstörerisch wirkt und Negatives tut. Nur mal ein ganz krasses Beispiel. In deinem Umfeld gibt es einen extrem gewalttätigen Mann. Und auf einmal kriegst du mit, der hat ein Kind umgebracht. Der hat die Familie zerstört. Der richtet da Elend an. Der hat da ein Haus angezündet. Da bringt das nächste Kind um. Weißt du? Und dann dachtest du, ja, es ist halt gewalttätig, aber wir sollen unsere Feinde lieben. Ja, ja, nee, lass mal. Klingt doof, ne? Im Geistlichen ist es aber genau so. Der Feind attackiert, zerstört, versucht zu morden und zu vernichten. Und dann sagen wir, ja, aber das ist ja der Feind und ich muss den Feind lieben. Ja, da hat er die Gemeinde zerstört. Ja, da ist der Pastor im Burnout. Ja, die Ehe ist kaputt. Ja, das Kind ist gestorben. Ach, der ist auch gestorben an Krebs. Ja, 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 ich liebe meine Feinde. Ist doch völliger Unsinn. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Es ist kein Zeichen von Liebe, jemand, der Böses tut, Böses tun zu lassen. Es ist also absoluter Unsinn. Ja? Das hat Jesus nicht gemeint. Ich habe einmal einen Clip gesehen, der hat mich schwer beeindruckt, weil ich gedacht habe, das ist das beste Beispiel, was ich im Leben gesehen habe, wie diese Bibelstelle zu verstehen ist. Wie kann man wirklich einen Feind lieben? Folgender Fall. Es war in Südafrika. Pastor einer großen Gemeinde predigt. Auf einmal hält er während der Predigt inne, aufgrund eines prophetischen Redens des Herrn, geht mitten in die Menge und konfrontiert eine soweit unscheinbare Frau, die da sitzt. Und der sagt, warum willst du mich umbringen? Tatsache war, es war eine Satanistin, die tatsächlich gekommen war, um mit so Hexereigegenständen, Charms nennt man die da unten, ja, einfach gegen ihn aktiv zu sein. Und er konfrontiert sie und sie leugnet erst und sagt, nee, sie ist in der Gemeinde, ist Teil der Gemeinde und sie will den Herrn anbeten und so weiter. Und er ist aber scharf und dann zeigt sich tatsächlich, sie hat dieses Hexereikram da und kommt ans Licht, einfach durch diese prophetischen Dinge.
Und dann fordert er sie auf, als das sich alles gezeigt hat und sie überführt worden ist, ja, sagt, du musst dich bekehren. Du musst Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen. Und sie sagt, nein, ich kann nicht. Und das geht hin und her und hin und her. Alles vor laufender Kamera. Und er fragt sie, warum kannst du nicht? Mein Meister bringt mich um. Also ihr Hexenmeister, was sie da hatte, irgendeinen Vorgesetzten hat gesagt, der bringt mich um. Und da hat der Pastor gesagt, Moment mal, du hast mehr Angst vor deinem Hexenmeister als vor dem lebendigen Gott. Und dann hat er etwas gemacht, das kannst du nur als neutestamentliches Niveau bezeichnen. Er hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, ich zähle bis 10. Und wenn du dann dich nicht bekehren willst, wirst du blind. Das finden wir in der Apostelgeschichte. Das hat Paulus beispielsweise gemacht bei diesem Zauberer. Ganz ähnliche Situation. Es kam, wie es kommen musste. Die wollte sich nicht bekehren. Die ganze Gemeinde zählt bis 10. Und dann steht die Frau da, guckt. Auf einmal guckt sie ein bisschen komisch. Dann fängt sie sich an, die Augen zu reiben. Und dann fängt sie an, hysterisch zu schreien. Die wurde blind. Innerhalb von ein paar Sekunden. Aufgrund von dieser apostolischen Vollmacht dieses Pastors. Und sie schrie und schrie und schrie und brach zu Boden. Und hat dann, weil sie gemerkt hat, hier ist etwas Stärkeres, hat sich tatsächlich dann bekehrt. Hat sich tatsächlich bekehrt. Und der Pastor sagt dann nach einiger Zeit, nachdem er sie in Übergabegebet geführt hat und nachdem sie Buße getan hat, sagt er, der Herr hat die Gnade geschenkt, dass auf mein Wort hin du blind geworden bist. Jetzt wollen wir alle beten, dass er dir dein Augenlicht wiedergibt. Und die ganze Gemeinde hat gebetet und sie hat es dann nach einiger kurzer Zeit, ein paar Minuten, hat es wiederbekommen. Und sie ist aufgenommen worden in so einer Art Bibelcollege, was sie da hatten, geschult worden und hat ein komplett neues Leben begonnen. So, das ist ein Zeichen, wie du deine Feinde liebst. Warum? Die Frau war auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Die war eine Satansdienerin, hat sich hinterher gezeigt, die hatte schon etliche Leute verflucht und zum Tode gebracht. Die war auf dem Weg in die Hölle. Hätte man gesagt, na, lass sie doch machen, ich bin geschützt, lass die mal, ja, die richtet noch mehr Unheil an, aber ist ja egal, ist ja der Feind, soll ich ja lieben, lass sie mal. Was wäre passiert? Die hätte noch mehr Elend gemacht, noch mehr Schaden angerichtet und irgendwann wäre sie in die Verdammnis gegangen. Durch die Konfrontation mit der Kraft des Evangeliums, mit der Power, ja, durch die übernatürliche Konfrontation, hat die Frau gemerkt, es gibt eine stärkere Macht und sie hat sich vor der gebeugt und wurde gerettet. Die Frau ist in Ewigkeit gerettet. Das ist Liebe. Das ist Liebe deine Feinde. Es ist nicht Liebe deine Feinde, wenn du das Böse zulässt. Es ist Liebe deine Feinde, wenn du den Feind in Gefangenschaft nimmst im Geist, entwaffnest und ihm zeigst, hör mal, es gibt eine größere Kraft. Beug deine Knie vor dieser größeren Kraft und nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Das ist das, was ich glaube, was Jesus damit meint. Und das ist dieser Kampf. Und deshalb beten wir back to sender, damit die Leute merken, Moment mal, wenn ich hier diese Leute attackiere, wenn ich diese Christen attackiere, wenn ich hier hingehe, es trifft mich selber. Und es gibt eine Fülle von Bibelstellen zu diesem Thema. Ich habe darüber eine Predigt gehalten, kannst du finden bei uns auf der Webseite Back to Sender. Du wirst sehen, das ist wahrhaftig kein kleines biblisches Randthema, sondern das findest du immer und immer wieder. Kein Mitleid mit dem Feind. Das ist falsch. Das ist feindliche Propaganda. Er will dir das Leben rauben, er will dir dein ewiges Leben rauben, er will dich in die Verdammnis ziehen, er will dich ins Elend bringen. Kein Mitleid mit dem Feind. Auch nicht für deine Nachbarn, für deine Gemeinde, für deine Freunde, für deine Kinder, gar nicht. Du musst kämpfen. Und wenn du nicht für dich kämpfen willst, dann kämpf wenigstens für die Leute, die dir lieb sind. Ja? Kämpf dafür, dass die Machenschaften des Feindes zurückgedrängt werden. Und zu diesem Thema, wie wir es vorhin hatten, dass der Feind diese Pfeile schießt, da habe ich noch eine besonders coole Bibelstelle für dich. Habakkuk. Ich muss auch erstmal finden, ne? Habakkuk 3, Vers 14. Thema, der Feind schießt Pfeile auf die Herzen der Aufrichtigen. Du hast ihn mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. Seine Anführer sind davongerannt
Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Gleiche Situation. Back to sender. Die Pfeile, die der Feind auf uns geschossen hat, gehen zurück zu ihm. Ja, man muss immer unterscheiden. Natürlich, du musst das dann schon verstehen, es gibt den Feind im Übernatürlichen, den Gegner, den Teufel, dämonische Kräfte und so weiter. Und eben die Menschen, die vom Feind missbraucht werden. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig dann eben unterscheiden. Jesaja 54, ganz, ganz wichtig. Kannst du dir auch aufschreiben. Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Hier, das ist eine Bibelvers, wenn du den proklamierst, der kann dein Leben retten. Wenn du sagst, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird es gelingen. Im Namen Jesus, ich weise das zurück. Keine Waffe. Es gibt Waffen, die gegen dich geschmiedet werden. Es gibt Waffen, die gegen dich gebraucht werden. Stell dich darauf, dass du sagst, es wird ihm nicht gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte Jahwes und ihre Gerechtigkeit vor mir her, spricht Jahwe. Das ist nicht irgendwas, das sagt Gott. Ja, er sagt, das ist das Erbteil. Moment mal, was ist das Erbteil? Dass die Waffen, die gegen dich gerichtet sind, dass es ihnen nicht gelingt. Und dass das, was gegen dich aufsteht im Gericht, dass du das schuldig sprichst. Was steht denn gegen dich im Gericht auf? Der Verkläger. Der Verkläger, der uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Ja? Und wir als Kinder Gottes halten Gericht über ihn. Wir sprechen ihn schuldig. Und wir, ja, wissen, keine Waffe, der wird es gelingen. Halleluja, ich finde das so genial. So genial. Jesaja 41, Vers 11 sagt es ganz ähnlich. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Das sind biblische Aussagen, die uns helfen, in diesen Kampfsituationen, in diesen schwierigen Situationen einfach zu wissen, okay, der Herr ist an unserer Seite. Er will, dass wir durch diesen Kampf durchgehen. Diese Mächte, auch dazu zählen Krankheitsmächte, ja, Sucht und alle anderen diese Dinge, diese Mächte, sie werden mich nicht vernichten und ich gehe weiter mit dem Herrn dadurch. Jetzt möchte ich was sagen zu den Waffen, geistliche Waffen. Das würde ich segnen. Ich mache das ganz kurz, aber einfach nur mal eine Reihe von einigen Waffen, die uns gegeben sind. Manche Leute sagen, ja, was habe ich denn für Waffen? Woher soll ich denn wissen, was ich für Waffen habe? Wie soll ich denn damit umgehen? Eine kleine Aufzählung von einigen der Waffen, die dir gegeben sind. Geistliche Waffen. Das Blut Jesu. Wenn du das Blut Jesu proklamierst, wenn du das Blut Jesu für Situationen beanspruchst, wenn du das Blut Jesu über dir ausrufst, hat gigantische Macht. Der Name Jesu. Im Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Der Name Jesu hat eine unermessliche Power. Der höchste Name im Universum. Der Name Jesus ist uns gegeben, damit wir ihn gebrauchen dürfen. Alle Arten von Gebet. Alle Arten, also wirklich alle Arten von Gebet. Alle Arten von Fürbitte. Wie auch immer. Und es gibt da so ein riesiges Spektrum. Ja? Es gibt Leute, die beten nach Listen, und es gibt Leute, die beten frei, und es gibt Leute, die sagen, Heiliger Geist, sag mir, was dran ist, und es gibt Leute, die, haben wir auch schon erlebt, die haben irgendwelche Geburtswehen, ja, bringen irgendwas Geistliches durch, Hilfe ist nicht unser Ding, aber gibt es, ja, ist etwas, was Gott manchen Leuten geschenkt hat, ne? Und manche machen irgendwelche Kampfaktionen da im geistlichen Bereich, alles Mögliche. Es gibt da keine Grenze. Du musst sehen, wie du mit dem Herrn da reingehst. Alle Arten von Gebet und alle Arten von Fürbitte sind geistliche Waffen, mit denen du vorwärts gehst. Ja? Natürlich Fasten. Also nicht alles Fasten. Ja? Wenn du abnehmen willst, ist das ein Fasten, das ist anders gelagert. Aber im Geist zu fasten, das ist eine gewaltige Waffe. Das ist wie so ein Turbo. Das gibt so richtig nochmal dem Ganzen eine größere Durchschlagskraft. Dann natürlich, wovon Jesus gesprochen hat, Binden und Lösen. Binden und Lösen, das ist auch so ein für manche Christen etwas mysterische Geschichte. Ja? Was hat das zu bedeuten? Wie ist das zu verstehen? Ja,
Das ist genau dieses Ding. Du nimmst den Feind gefangen, du bindest ihn und du löst die Dinge des Geistes, die er gefangen genommen hat, und sagst, sie sind wieder befreit. Du holst die Gefangenen raus, du setzt sie frei. Wir haben ein super cooles Buch bei uns über Binden und Lösen bei uns im Shop. Also wenn dich das interessiert, da kannst du wirklich tief einsteigen. Eine richtig mächtige Waffe ist natürlich Zungenrede. Wer in Zungen reden kann oder singen kann, das ist wirklich etwas, weil das läuft nicht über den Verstand. Das läuft direkt aus dem Geist heraus und ist richtig, richtig scharf. Dann natürlich Lobpreis. Eigentlich alle Arten von Lobpreis. Alle Arten. Ob du einfach so vor dich hin summst und singst, ja, oder ob du in einer großen Menge stehst und den Herrn preist, ja, es ist vollkommen wurscht. Alle Arten von Lobpreis. Warum? Im Lobpreis schaust du auf den Herrn. Du konzentrierst dich auf den Herrn. Du gehst in eine völlig andere Dimension, als eben der Feind dich haben möchte. Das ist eben diese Josaphat-Story auch, ne? Im Alten Testament, wo sie im Lobpreis vorangegangen sind und der Feind wurde komplett vernichtet. Alle Arten von Anbetung. Anbetung und Lobpreis sind unterschiedliche Sachen. Alle Arten von Anbetung. Weißt du, Anbetung ist das, was der Feind haben will. Das ist das, was der Feind haben will. Und das ist das, was er versucht, auch diese Welt, wie soll ich mal sagen, aufzuoktroyieren. Ja, die Angst, die Furcht, die Sorgen. Ja, dass die Leute im Grunde genommen anfangen, das anzubeten. Ne? Dass sie davor kapitulieren. Dass das die Macht ist, die ihr Leben bestimmt. Anstatt der Herr. Das ist wirklich echt schrill. Der Feind will Anbetung. Und Gott will Anbetung. Und wenn wir in Anbetung für den Herrn der Herren gehen, den König der Könige, dann setzt das wirklich was frei. Das ist eine gewaltige Waffe. Eine super Waffe ist auch Jauchzen und Jubeln. Das ist bei uns in unseren Kreisen extrem unterbelichtet. Aber wenn du schaust, wie oft die Bibel uns dazu auffordert, Jauchzen und Jubeln ist eine Waffe. Eine Waffe. Hat viel mit Lobpreis zu tun. Ja, eine echte Waffe. Dann natürlich das Einnehmen des Abendmahls. Das Abendmahl, wir haben alle keine Ahnung, welche Bedeutung und welche Tiefe und welche Stärke das Abendmahl eigentlich beinhaltet. Was, wenn wir uns bewusst machen, darüber einsteigen, was das bedeutet, werden wir verstehen, es hat viel, viel, viel größere Dimensionen. Es ist eine gigantische Waffe, ist ja gerade mit diesem Blut. Wir sind Teil vom Leib Christi. Wir nehmen das in uns auf. Wir, wie soll ich mal sagen, zeigen im Natürlichen, dass wir im Geist eins sind. Ja? Eine gigantische Waffe. Ne? Natürlich das Proklamieren biblischer Wahrheiten. Ja? Beispielsweise solche Verse, wie zu sagen, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen, wenn eine gefährliche Situation ist. Einfach über sich aussprechen. Das ist eine solche Waffe. Jesus hat den Feind, als der Teufel ihn in der Wüste versucht hat, mit nichts anderem besiegt, als mit biblischen Wahrheiten. Er hat einfach das Wort Gottes ausgesprochen und der Feind musste fliehen. Ja? Das Wort Gottes ist ja das Schwert. Unvorstellbar mächtig. Unvorstellbar mächtig. Wenn wir es aus dem Geist heraus gebrauchen. Biblische Wahrheiten proklamieren. Dazu zählt natürlich Evangelisation, Zeugnis, Predigten, alles. Alles, was das Wort Gottes weitergibt. Und dann, für diejenigen, die es jetzt gerne herzhaft mögen, ne? Schofarblasen. Schofarblasen ist eine gewaltige geistliche Waffe. Und wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen, es ist wirklich der Rambock, der die Festung des Feindes zum Einsturz bringt. Dazu zählt auch Einsatz von Bannern. Wir hatten gehört bei Mose das Feldzeichen. Da geht es gleich nochmal drum. Auch marschieren. Marschieren für den Herrn. Ja, weißt du, Jesusmarsch beispielsweise. Märsche, marschieren für den Herrn aktiv werden. Das ist nur ein kleiner Teil. Aber weißt du was? Durch den zielgerichteten Einsatz dieser Waffen, durch mehrere Personen oder gar durch viele Personen, also auch im Sinne einer Armee, kannst du die Schlagkraft vervielfachen. Ne? Du kannst die Schlagkraft erheblich vergrößern. Deshalb machen wir beispielsweise diese Schofareinsätze zusammen mit dem Christian Oehlwein und den Hermann Schneider. Weil wir wissen,
wenn da 120 oder 150 Beter und Schofarbläser zusammenkommen und gemeinsam vorwärts gehen, hat das eine völlig andere Power und Durchschlagskraft, als wenn ein, zwei oder drei Männchen da blasen. Ist doch logisch. Ja? Und deshalb ist es gut, so etwas zu machen und gemeinsam eins zu werden und sagen, okay, wir werden gemeinsam, werden wir hier eins werden. Ja? Wenn eine Gemeinde fastet, hat das eine andere Durchschlagskraft, als wenn jemand alleine fastet. Wenn ein Team zusammen betet, in Einheit, hat das eine völlig andere Durchschlagskraft. Ne? Ist doch völlig logisch. 3. Mose 26, Vers 8. 5 von euch werden 100 nachjagen und 100 von euch werden 10.000 nachjagen. Eure Feinde werden vor euch durchs Schwert fallen. Ja? 5 können 100 jagen, aber 100 können schon 10.000 jagen. Also das potenziert sich, ne? Hat eine ganz andere Power. Und der Feind wird durch Schwert fallen, durch das Wort. Amen. 5. Mose 32, Vers 30. Wie könnte einer 1.000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht schlagen, wenn nicht deshalb, weil Jahwe sie preisgegeben hat? Amen dazu. Das war jetzt das Alte Testament. Im Neuen Testament klingt es aber auch ähnlich. Jesus sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Ja? Die Power von dieser Einheit, von dieser Übereinstimmung ist gigantisch. Es potenziert sich. Und das ist der Grund, weshalb wir beten. Das ist der Grund, weshalb wir in Fürbitte gehen bei unserem Dienst Gotteshaus. Das ist der Grund, weshalb wir wissen, dass das Gebet Dinge verändert, wirkliche, echte Veränderung bringt. Ja? Kannst du dir die Predigt von letzter Woche so anschauen? Da ging es genau um das Thema, die wahre Power des Gebets. Du musst wissen, wer du bist. Und du musst aus der Position heraus beten, die Gott dir gegeben hat. Nicht als ein armer Sündenwurm, der so ums Überleben kämpft, sondern als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als König und Priester und Gesandter. Jesus sagt, Gesandte an Christi Stadt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Komplett ausgerüstet. Mit allen Segnungen der Himmelswelt, so heißt es in der Bibel im Epheserbrief. Ja, wir sind wer? Wir sind die Repräsentanten Gottes. Wir sind Licht, wir sind Salz. Wir sind diejenigen, die vorwärts gehen. Und wenn wir in Übereinstimmung beten, wenn wir zusammenkommen zum Beten, bewegen wir Gigantisches. Und das hasst der Feind. Der Feind hasst es. Der versucht es zu verhindern, wo es nur geht. Ja, er versucht, Gebet als etwas Todlangweiliges, Ätzendes, Mühseliges darzustellen. Warum? Weil er weiß, welche Power, welche Macht in diesem Gebet steckt. Vor allen Dingen, wenn Leute übereinkommen. Wenn Leute sagen, ja, wir beten gemeinsam für eine bestimmte Sache und gehen vorwärts in diesem Punkt. Und wir werden das, was hier an bösen Machenschaften ist, nicht akzeptieren. Wir werden das binden, wir werden das attackieren, wir werden dafür sorgen, dass das zum Ende kommt. Wenn das der Fall ist, ja, dann kann man wirklich Dinge groß bewegen. Und ich möchte dazu Folgendes sagen und ankündigen. Wir werden in Kürze, um nicht zu sagen in den nächsten Tagen, also wirklich Tagen, eine von unserem Dienst Gotteshaus aus eine Möglichkeit geben, sich einer Gebetsarmee anzuschließen. Wir haben auf dem Herzen, unter genau diesen Gesichtspunkten Beter zusammenzurufen, die ein Verständnis dafür haben, wer sie sind, die ein Verständnis dafür haben, dass es eine sehr, sehr brisante Situation gibt, in der wir uns momentan befinden, auch die ganze Welt sich momentan befindet, und die sagen, ich stehe mit ein. Und das ist nochmal wieder dieser Punkt, was Sigrid vorhin gesagt hat. Unten ist die Armee am Kämpfen mit Josua. Gegen den Feind, Amalek als Bild für Satan, gegen die feindlichen Strukturen, gegen den Feind. Er muss kämpfen, da gibt es einen Kampf im Natürlichen. Aber oben auf dem Berg, da wird eigentlich der Kampf entschieden. Und das sind die Beter, das ist die Fürbitte. Das ist Mose, den Aaron und Hur, die Hände hochhalten und dafür sorgen, dass das Gebet weitergeht und weitergeht und weitergeht. Beides gehört zusammen, dieser Ding im Natürlichen und im Geist zu kämpfen. Und der Herr hat uns gesagt, ehrlich, er hat uns verboten,
im Natürlichen zu kämpfen. Er hat uns verboten, auf der natürlichen Ebene irgendwie zu kämpfen. Ja, auch in der momentanen Situation, wo so viel Ungerechtigkeit, so viel Missbrauch, so viel Manipulation, Propaganda und so weiter ist. Er hat gesagt, nicht auf der natürlichen Ebene kämpfen. Ihr müsst im Geist kämpfen. Ihr müsst im Gebet kämpfen. Da könnt ihr viel, viel, viel mehr bewegen. Ja, ihr müsst sozusagen oben auf dem Berg sein. Ich brauche Leute, die auf dem Berg sind. Unten ist ein Kampf, ja, da sind viele. Aber ich brauche welche, die im Geist sind, die auf dem Berg sind. Und genau die Leute wollen wir haben. Genau die Leute wollen wir einladen. Dann komm, kling dich bei uns ein als Beter für diese Stunde. Für die Stunde, in der wir uns befinden. Aber du solltest ein Verständnis dafür haben, wer du bist. Ja, wer du bist. Aus Autorität heraus beten. Aus der Position heraus beten. Also wenn du jemand bist, sorry, verstehe mich richtig, aber der auf dem Level betet, Herr, wenn es sein kann und es möglich ist, dann tu doch bitte, das ist damit nicht gemeint. Sondern das ist etwas gemeint, das ist einfach, da muss noch wachsen, die Person. Ja? Was ich meine, ist jemand, der weiß, wie man in Autorität betet, wie man Dinge deklariert, wie man das Wort Gottes als Waffe nutzt. Und das wollen wir wirklich einfach Leute zusammenbringen. Das ist keine offene Gruppe. Das ist nicht so, dass da jedermann dazukommen kann, sondern das ist etwas, wo man sich im Grunde genommen bewerben muss. Also das ist so, schreib mir einfach ein E-Mail, martin@gotteshaus, also gottes-haus.de, einfach ein E-Mail und ich schicke dir einen Fragebogen. Und dann schickst du den zurück und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist etwas, wo wir eine kleine Truppe sind, die wirklich in Einheit zusammensteht und eine Bresche schlägt für unser Land. Es ist nicht für jedermann, wirklich. Es ist wirklich nicht für jedermann. Es ist für Fürbitter, es ist für Beter, für Leute, die wissen, da hat der Herr sie hinberufen. Ja? Von den Mails, die wir bekommen haben, wissen wir, ein paar Leute haben sogar das angefragt, haben gesagt, wir hätten so gerne irgendwie, dass wir wissen, wie können wir beten, wie haben wir Gemeinschaft. In den Gemeinden haben viele gesagt, wir finden keinen Platz mehr, schon gar nicht, wo wir miteinander beten können. Wir sind wie Ausgestoßene, nur weil wir Corona kritisch sehen oder sowas beispielsweise. Ja? Und da ist etwas, wo ich sage, hey, schreib mich an, ich schicke dir den Fragebogen und dann schauen wir weiter, was es gibt. Aber auf der geistlichen Ebene, und es geht um Hingabe und es geht um eine echte Verpflichtung, das ist keine kleine Sache, sondern das ist wie so eine Kampfeinheit, soll das wirklich zu verstehen sein. Und wir nennen das die Nissi-Beter. Nissi eigentlich, mit einem doppelten, also eigentlich ein I-Y, Nissi, ne, Beter. Das ist nämlich der Name, den Mose diesem Altar gegeben hat, den er gebaut hat nach der Schlacht gegen Amalek. Und als der Sieg da war, hat er einen Altar gebaut und hat gesagt, der Herr mein Feldzeichen, der Herr mein Banner, und auf Hebräisch heißt das Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Das ist einer der Namen Gottes. Der Herr mein Feldzeichen, der Herr mein Banner. Und so, ich hatte den Herrn gefragt, wie wir diese Beta-Truppe nennen wollen, ja, nennen sollen. Und er hat gesagt, oder er hat mich auf diese Story gebracht und dann ist einfach dieses Nissi-Beta bei rausgekommen. Ja, Feldzeichen-Beta. Die Leute, die wissen, es geht um einen Kampf und wir werden den Sieg haben und es geht um den Herrn und sein Feldzeichen. Gut, also wenn du Interesse daran hast, möchte ich dich bitten, bete einfach mal drüber, ob das was ist. Du musst geistlich feststehen. Ist auch dann so, dass man damit Angriffen natürlich zu rechnen hat. Du musst wissen, der Herr, wenn er dich dahin drängt, dann schreib mir einfach und dann kommen wir dann in die Kommunikation. Ja, das ist das. Und zum Abschluss möchte ich noch was sagen. Zum Abschluss möchte ich noch mal was Ernstes sagen. Ich meine, das war alles ernst, ne? Ich hatte vorhin diese Bibelstelle gelesen. Ich lese noch mal vor, Johannes 8, Vers 44. Es geht um den Teufel. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Lüge. Keine Wahrheit. Das ist das Zeichen des Feindes. Lüge. Der Feind ist ein Lügner. Er ist der klassische Urlügner, er ist der Vater der Lüge, nicht wahr? So, in unserer jetzigen Situation,
in der wir uns momentan befinden, ist weltweit, Lüge, Unwahrheit, Manipulation, Propaganda, Fehlinformation, Über- oder Unterbetonung von realen Gegebenheiten absolut weit verbreitet. Ja, absolut weit verbreitet. Wenn du dich informierst, du weißt fast nicht mehr, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Egal, wo du schaust, egal, wo du dich informierst, du kannst nicht wirklich sicher sein, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Es ist ein gigantisches Verwirrung, es ist eine gigantische Lügenkonstrukt, in das diese Welt heute eingebettet ist. Warum? Weil der Feind der Vater der Lüge ist und Lüge uns umstrickt wie sonst was. Es gibt Menschen, die haben Lüge angelegt wie einen Mantel. Ja, wie einen Mantel. Extrem weit verbreitet. Und das ist keine Kleinigkeit. Es ist keine Kleinigkeit, wenn irgendwelche Menschen lügen. Es ist keine Kleinigkeit, wenn Unwahrheit gesagt wird. Es ist keine Kleinigkeit, wenn das weitergegeben wird. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, nee, ist halt so. Was weiß ich, in der Politik oder in den Medien und sonst wo, ja, da wird halt gelogen, ja, ist so. Nein, hier geht es wirklich um eine große Sache. Psalm 52 nochmal. Psalm 52, Vers 4. Verderben plant deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser, du Lügner. Die Zunge des Lügners plant Verderben. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Gott wird dich auch zerstören für immer. Er wird dich niederschlagen und herausreißen aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. Das ist ein Bibelvers, wo es darum geht, wie Gott mit Lügen umgeht. Lügen ist keine kleine Sache. Es ist vollkommen egal, wo und von wem die eingesetzt werden. Wenn Leute sich in Lügen hüllen, wenn Lügen weitergegeben wird, dann sagt Gott, ich werde dich niederschlagen und herausreißen und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. Eine ernste Botschaft. Ja. Psalm 149, ab Vers 5, möchte ich dir auch noch vorlesen. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lager. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Also der Lobpreis im Mund und gleichzeitig hast du dann das Schwert. Ne? Das gehört eben zusammen. Wort Gottes. Ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen. Strafgerichte an den Völkerschaften. Um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Das finde ich mal eine kernige Aussage. Das ist das, was das Volk Gottes eigentlich für eine Position hat. Das ist das, wer wir eigentlich sind. Ja? Lobpreis Gottes in der Kehle, zweischneidiges Schwert in der Hand und wir gehen vorwärts in der Autorität des Namens, der über jedem Namen ist. Und hier heißt es, Rache an den Nationen zu vollziehen, Strafgericht an den Völkerschaften, Könige zu binden und so weiter, um das Gericht zu vollziehen. Und das alles ist die Ehre der Frommen. Warum? Weil sie vorwärts gehen und das Reich Gottes ausbreiten. Um was geht es hier? Das sind dämonische Strukturen. Das Volk Gottes geht dagegen an. Sie binden diejenigen, die Böses tun. Sie gehen dagegen an. Im gewissen Sinne vollziehen sie das Gericht. Das ist ein Teil unseres Jobs. Verstehst du? Wir müssen als Christ in Position kommen. Wir haben einen Job zu tun. Es ist nicht so, dass Gott hochzufrieden ist, wenn wir nichts tun. Wenn wir es einfach laufen lassen. Er will, dass wir aktiv sind. Ja? Jetzt sagst du, okay, Altes Testament, Psalm haben wir ja schon, David, nee, also ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Okay, dann habe ich was anderes für dich. Lukas, das ist eindeutig Neues Testament, okay? Lukas 1,
Vers 46 bis 55. Ein ganz, ganz bemerkenswerte Passage. Und zwar ist, das ist der Lobgesang der Maria. Junges Mädchen, vielleicht 16, höchstens 17. Der Lobgesang von diesem jungen Mädchen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freue sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Achtung, jetzt kommt's. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft deinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Bemerkenswert und neutestamentlich. Er, Gott, übt Gewalt mit seinem Arm. Das Wort, was hier steht, ist brachial. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, ist brachial. Brachial. Und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Und weißt du was? Die gibt es in Hülle und Fülle. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir für Gerechtigkeit und Wahrheit und Freiheit auf die Straße gehen, demonstrieren und beten. Amen. Ja, das war das, was ich dir heute weitergeben wollte. Also nochmal, du bist herzlich eingeladen, wenn du merkst, dass das geistlich für dich dran ist, einfach mich anzuschreiben, martin@gottes-haus.de, und genau, einfach zu sagen, okay, interessiert mich, da wäre ich gern dabei bei den Nissi-Betern. Und ja, ich schicke dir dann einfach eine Mail zurück und dann schauen wir, wie es weitergeht. Es ist eine absolut geschlossene Gruppe, wo wir eine intensive Einheit haben werden, aber wo wir wirklich im Geist übereinstimmen müssen, um wirklich etwas wie Mose auf dem Berg, um freisetzen zu können, damit die Schlachten, die an anderer Stelle geschlagen werden, wirklich siegreich sind. Yes. Amen? Das stimmt. Ganz schön kämpferisch heute. So. Ne? Ja, wenn es um Gebet geht. Gebet ist Kampf. Halleluja. Ja. Ich wollte dazu nur sagen, auf der einen Seite sind wir sehr, sehr froh, dass der Herr das uns so vorgelegt hat, diese Gruppe zu gründen. Und Entschuldigung. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir wirklich prüfen wollen. Es ist niemand schlechter oder besser, wenn er da drin ist oder nicht drin ist. Das sondern stimmt. Es geht darum zu hören, wo will Gott mich positionieren? Und von daher ist es wirklich gut zu beten, den Heiligen Geist zu fragen, denn es wird auch deine Zeit beanspruchen. Mhm. Es ist nicht so, wir schreiben dir ein Mail und dann kannst du das neben dem Aufwasch oder Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit gerade mal so eben schnell erledigen. Das ist nicht der Sinn von dieser Beta-Gruppe, sondern es soll schon etwas sein, was eine, ja, es am besten trifft es Gebetsarmee. Und in der letzten Woche hatte mich ein Mail erreicht von der, Victoria Beusen. Sie hatte das ist eine amerikanische, prophetisch begabte Frau. Und sie hatte in den letzten vielleicht 3-4 Wochen, hatte sie ein Wort von Gott empfangen, das heißt Prayer War, also Gebetskrieg. Und ich dachte, hey, das ist aber ganz schön steil, wenn man Gebet mit Krieg verbindet. So, und als wir uns dann ausgetauscht haben, immer mehr auch über diese Gruppe, das läuft bei uns ja schon länger, wurde uns das sehr bewusst, dass es genau darum geht. Es geht um einen Krieg in der Himmelswelt. Amen. Und wir als Beter
sind gerufen, sind positioniert, diesen Krieg zu führen. Wir führen Krieg in der Himmelswelt und Es gibt so viele nehmen verschiedene, ein jedes Hohe. Amen. Es gibt so viele verschiedene Berufungen und Begabungen. Und es ist wirklich nicht jedermanns Ding, in so ein kämpferisches Gebet reinzugehen und zu sagen, das ist genau mein Ding, da gehe ich rein. Wie nicht jedermann Schofarbläser ist, wirklich, das ist völlig in Ordnung. Ja, es gibt Leute, die haben andere Begabungen, die genauso wichtig sind. Was weiß ich, Lobpreis oder 100 Sachen. Ja. Hier geht es darum, diejenigen, die merken, dass der Herr da sie irgendwie anrührt und sagen, ja, das ist es, was ich schon immer wollte, ja, die sind gefragt. Ja. Fühl dich also in keiner Weise da gedrängt oder irgendwas, ja, oder dass du irgendwas verpasst, gar nicht. Deine Begabung, wenn die nicht in die Richtung geht, ist völlig super. Aber für diejenigen, für die es einfach richtig ist, ich denke, die wissen schon, dass der Herr sie da anberührt hat. Lass uns doch gerade jetzt beten dafür, dass der Herr die richtigen Leute beruft. Ja. Es ist ein Dienst, den wir damit wirklich gründen wollen und vorwärts gehen wollen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du mächtig bist und dass du über die ganze Erde schaust, um dich treu zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf dich ausgerichtet ist. Und Herr, wir vertrauen darauf, dass du Leute berufst, an die kämpferische Front zu gehen und im geistlichen Raum die Dinge zu benennen und zu entscheiden. Und Herr, wir proklamieren, dass dein Segen mit da drin ist, dass du jetzt zu Menschen sprichst ins Herz und dass sie sich von dir rufen lassen. Genau. Und wir sprechen Schutz aus über diese Entscheidung und über dieses Empfinden jetzt. Yes, yes. Herr, wir danken dir dafür, dass du einfach deine Gaben austeilst und dass du Berufungen austeilst. Und wir haben einfach diese Mails bekommen von Leuten, die, wo wir gemerkt haben, die wollen beten und die wollen sich da mit uns eins machen und wir danken dir dafür. Und wir werden einfach in dieser Gebetsgruppe vorwärts gehen und wollen wirklich Reich Gottes bauen. Yes. Wie Mose, Aaron und Hur das oben auf dem Berg gemacht haben. Extrem wichtig, auch wenn es im Verborgenen ist, extrem wichtig in der geistlichen Welt. Und ich danke dir dafür, dass du die richtigen Geschwister dafür ansprechen wirst. Und dass wir genau die richtige kleine Truppe zusammenbekommen werden. Ja. Ja, wir preisen dich dafür. Wir wissen, wie wichtig Gebet ist. Und wir wissen, wie wichtig Gebet in dieser Stunde ist. Wir wissen, wie wichtig Gebet für die Gemeinden ist, die so unter Bedrängnis sind. Und so viele Christen, die unter Bedrängnis sind. Wir wissen, wie wichtig es ist gegen diese allumgreifende Angst und Furcht, die wirklich wie eine Krake alles einnehmen will, dagegen anzugehen. Ja, wir wissen, wie wichtig es ist, zu stehen und einfach zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Und notfalls weg zu Sender. Ja? Das, was der Feind plant, kommt nicht durch. Und aus dieser Position segnen wir ja auch jetzt noch einmal die Demonstration morgen. Yes, wir sprechen Schutz aus über der Demonstration. Wir sprechen aus, dass die Leute, die dahin unterwegs sind, dass sie dahin kommen. Auch wenn Baustellen sind, Umleitungen sind, Sperren sind oder sonst was sind. Wir sprechen Schutz aus. Wir sprechen Schutz aus, wenn so viele Polizisten da aufgefahren sind und aus der ganzen Deutschland die Bundespolizei dahin geholt wird. Wir sprechen Schutz aus, wenn es angeblich sogar schon Militär gibt, was da angeordnet ist. Wir sprechen Schutz aus für die Veranstalter, Schutz aus und Weisheit für jeden, der da unterwegs ist. Und wir sprechen aus, dass Wahrheit ist für die Berichterstattung, Wahrheit für das, was da darüber berichtet wird und dass dein Segen und dein Schutz darauf ist, dass es keine, wie soll ich mal sagen, Versuche gibt, das Ganze ins Negative zu ziehen durch irgendwelche unvernünftigen Dinge oder was. Die Leute, die da hinkommen, treten für genau das ein, wofür der Staat steht. Für Freiheit und für Gerechtigkeit und für Demokratie und so weiter. Und das ist extrem gut. Und wir segnen sie. Wir sprechen aus Schutz, Schutz, Schutz und Bewahrung für jeden Einzelnen. Herr, lass deine Engel bei dieser Demonstration stehen. Amen. Beschenke Schutz für jeden Einzelnen, der da ist. Wir haben von mehreren Leuten gehört, dass sie dahin unterwegs sind und dass sie einfach dabei sein wollen. Und wir sprechen Schutz aus. Herr, und wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt verboten wird oder nicht verboten wird, ob das erlaubt ist oder wie es ist. Es ist auch eigentlich egal, weil die Menschen sind dahin unterwegs
Und wir sprechen deinen Segen, deinen Schutz aus. Genau. Herr, und wir beten auch dafür, dass es keine Polizeigewalt gibt, yes, keine Eskalation da, nichts Blödes läuft, sondern wirklich Schutz. Und dass die Leute auch weise sind, ja, wenn es dann eben diese bekloppten Regeln da gibt, dass sie die einhalten und dass es wirklich einfach in guter Weise vonstatten geht. Herr, wir sprechen deinen Segen aus. Wir wollen einfach sehen, dass eine echte Veränderung in unserem Land kommt. Und wir segnen das auch in London. Das läuft parallel in London, läuft auch sowas. Und überall auf dem Globus, wo irgendwelche solchen Sachen sind, wir sprechen deinen Schutz und deinen Segen aus. Herr, lass deine Hand darauf liegen. Wir wollen, dass die Mächte, die zerstörerisch einfach aktiv sind in diesem Land, dass die gebunden sind. Und wir wollen, dass die Kräfte, die vorwärts gehen, um dein Reich zu bauen und einfach Freiheit und Gerechtigkeit und einfach die demokratischen Werte in unserem Land hochhalten wollen, dass das wirklich durchkommt. Ja, und jeder Einzelne, der es wagt, sich dagegen zu stellen, sei es, wer er will, im Namen Jesus Christus sprechen wir aus, wie David. Schlag ihm aufs Maul, dass die Zähne zerschmettert werden von diesen Gottlosen. Im Namen Jesus Christus. Amen. Herr, wir proklamieren auch Frieden jetzt für uns alle in dieser Nacht, dass wir die Worte, die wir gehört haben, in unserem Geist wirken lassen. Heiliger Geist, rede zu uns, rede zu uns allen über das, was wir gehört haben und bedecke uns mit deinem Frieden. Ich bete auch gerade für die Leute, die im Chat geschrieben haben, dass sie auch Schmerzen haben oder Kopfschmerzen oder was auch immer. Herr, ich bete, dass das von uns abfällt wie ein alter Mantel. Und dass wir schmerzfrei morgen in diesen Samstag starten können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe nochmal den Werbeblock. Ich habe noch einen Werbeblock. Aber dann schnell. Also, wie gesagt, diese wunderbare Broschüre kannst du bestellen. Weiter. Ist doch gut, die Broschüre. Ja, die ist perfekt. Das ist ein Lächeln mal, das ist eine schöne Broschüre. Ne? Kostenlos, so viele willst. Diese super geniale Hörbuchgeschichte, 12,95, echt, wir empfehlen es von Herzen. Ein Buch von Daniel Kalender über Gebet und Glauben, der Klassiker. Das übernatürliche Freisetzen durch Gebet und Glauben. Wollte ich irgendwas zu sagen, bin ich nicht so gekommen, echt zu empfehlen. Wenn du zum Thema Gebet was lesen willst, lest das Buch, ist nicht teuer, 9,90 €. Und nochmal zur Erinnerung. Immun gegen Angst. Wenn du mit Angst zu tun hast, ist das das Richtige. Oder wenn du Leute kennst, Christen, ja, die mit Angst zu tun haben. Also das ist wirklich ein super Geschenkbuch. Ja, Hardcover, alles bunt, super, 14,90 €. Hallo, der Werbeblock ist wichtig. Ja, der Werbeblock ist wichtig. Nein, weißt du, warum der Werbeblock wichtig ist? Ja, das sag mir jetzt mal. Weil es extrem wichtig ist, gute Literatur zu haben, die du mitnehmen kannst, die du hast, oder die du brauchst. Ja? Zum Wachsen. Wenn, was weiß ich, nachts irgendeine Attacke ist, dann musst du was haben. Wenn du nachts, hier in der Nacht, irgendein Blödsinn, der Feind attackiert dich, dann ist so ein Buch, ist Gold wert. Ja? Also wir glauben an gute christliche Bücher. Yes, und wir haben stapelweise. So, okay. Wir segnen euch. Jawohl. Wir treffen euch wieder Freitag. Denkt an das E-Mail-Schreiben, wenn der Herr zu euch redet. Mhm. Und ansonsten fetten Segen. Wer in Berlin ist, noch fetteren Segen. Amen. Und wir sehen uns bald wieder. Yes. Blessings. Ciao. Ciao, ciao. Yes.